Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 29. Juni 2021. Damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode unseres Podcasts Carbonolactat, der Podcast von Trimark.de und der Zeitschrift Triathlon. Und mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur Nils Fliesert. Guten Tag. Guten Tag. Und ich bin der Frank Wechsel, euer Publisher. Nils, wir haben ein spannendes Wochenende hinter uns. Richtig. Ein spannendes vor uns. So ist es. So ist es. Und so geht es jetzt auch weiter. Und einen spannenden Fußballabend hinter uns, einen spannenden Fußballabend vor uns. Ist natürlich gefährlich, dass wir jetzt so früh aufnehmen an dem Dienstag, weil wir wissen ja, am Dienstagnachmittag ist der Pressemeldungshaupttag der Woche. Könnte sein, aber wir haben uns bei dem einen oder anderen abgesichert, dass da nichts mehr passiert. Wir sind nicht gefeit davor, aber wir gucken. Es war natürlich viel los. Der Name Lionel Sanders schwebt über allem. Schwebt über allem, genau. Aber da kommen wir noch zu, auf jeden Fall. Ja, da kommen wir zu, nachdem wir auch für diese Episode einen Präsenter für euch haben. Der Präsenter dieser Episode von Carbonolactat ist Athletic Greens. Ihr kennt Athletic Greens vielleicht schon aus der Zusammenarbeit mit namhaften Topathleten wie Sebastian Kienle, Immo Simmons, Marinda Carfrey und ihrem Mann Tim O'Donnell, Tim Don oder auch Jonas Deichmann, der jeden Samstag auf trimark.de einen Einblick in seinen Triathlon um die Welt gibt. Um die Welt heißt gerade nirgendwo in Mexiko. Mexiko. Genau, da läuft er mit Anhänger quasi in der dritten Disziplin, die sich dann über einige Wochen hinzieht, um dann irgendwann nach Europa zurückzukommen und wirklich einen Triathlon um die Welt gemacht zu haben. Ja. Spannende, inspirierende Story. Jeden Samstag, wie gesagt, neu ein aktueller Zwischenstand von Jonas auf trimark.de. Ja, und wo wir am Samstag sind, dieses Wochenende wäre ja auch die Challenge Rot gewesen, also am kommenden Wochenende. Und auch damit hat Athletic Greens gerade eine Partnerschaft angekündigt. Ja, Athletic Greens kommt aus Neuseeland. Das ist das Land, wo wir im Winter neidisch hingeguckt haben, weil da Triathlon stattfand. Mhm. Ne, man kam nicht hin, nicht weg. Dafür fand Triathlon da unter fast normalen Bedingungen statt, so wie wir es auch jetzt am Wochenende hier in Europa gesehen haben. Genau, also, und auch unter Beteiligung eines Neuseeländers, auch da werden wir zugleich kommen. Genau, ja. Entwickelt hat es da vor circa 10 Jahren der Kiwi Chris Ashenden, der aufgrund persönlicher Gesundheitsprobleme sich mit Ärzten, Heilpraktikern, Ernährungswissenschaftlern zusammengetan hat und das große Ziel vor Augen hatte, das ernährungsphysiologisch vollständigste Nahrungsergänzungsmittel der Welt zu entwickeln. Und da ist er bis heute dabei. Ihr habt es schon gehört, wir sind bei Version 52 von Athletic Greens. Also das ist ja wie bei Software-Updates. Ich weiß nicht, ob es auch zwischen Version 52.1, .2 und so weiter gibt. Es wird immer besser. Offensichtlich. Es wird offensichtlich immer besser. Chris hatte nämlich für sich herausgefunden, die perfekte Ernährung gibt es für ihn nicht. Ja, unser täglicher Nährstoffbedarf ändert sich aufgrund von Stress, Schlafverhalten, Bewegung und Umwelt. Selbst bei einer ausgewogenen Ernährung ist es schwer, den Nährstoffbedarf allein durch Vollwertkost zu decken, meinte Chris. Genau, hier setzt Athletic Greens an. Chris ist ja Neuseeländer und die Fans wissen, dass in Neuseeland auch die Herr-der-Ringe-Trilogie gedreht wurde. Und aus deren Motto hat er sich so ein bisschen was rausgesucht und nennt sein Produkt One Scoop to Rule Them All. Ja, Athletic Greens ist nämlich ein All-in-One-Supplement, bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Adaptogenen, Probiotika, Superfoods und mehr. Es wurde entwickelt, um die täglichen Nährstoffbedürfnisse des Körpers zu decken und in wichtige Gesundheitsbereiche einzuzahlen. Dazu gehören das Immunsystem, die Darmgesundheit, die Themen Energie und Regeneration, das Hormonsystem und über allem schwebt immer das Thema gesundes Altern. Oder in anderen Worten, Athletic Greens ist die Nährstoffversicherung für gesundheitsbewusste Menschen. Athletic Greens ist ein hochabsorbierbares Pulver, das zu jeder Ernährungsform passt, egal ob man nun Keto, Paleo, Vegan unterwegs ist oder auch Unverträglichkeiten hat, zum Beispiel bestimmte Lebensmittel nicht aufnehmen kann oder darauf reagiert. Gluten, Milch, Nüsse sind ein Thema, ist ein Thema, was vielen Menschen im Alltag begegnet, nicht so mit Athletic Greens, wie der Hersteller verspricht. Wir haben uns das Ganze schon im März mal etwas intensiver angeguckt. Dazu gibt es auch einen Artikel auf trimark.de und den Link dazu stellen wir natürlich wieder in die Shownotes. Und in den Shownotes findet ihr auch ein besonderes Angebot. Es gibt nämlich momentan eine Aktion exklusiv für die Hörer und Hörerinnen von Carbon und Lactat. Auf athleticgreens.com/carbonlactat. Entschuldigung, erhaltet ihr bei der Erstbestellung kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie 5 praktische Travel Packs zu eurer Erstbestellung dazu. Urlaubszeit steht ja an, also da könnt ihr eure Tagesrationen Athletic Greens mitnehmen und
Eine schöne Flasche gibt es auch noch dazu. Und wenn ihr euch das dann anrührt, hört sich das ungefähr so an. Ja, also alle weiteren Informationen findet ihr in einem grünen Kasten, der ungefähr die Farbe hat wie die Flasche, die jetzt hier vor mir steht, auf trimark.de unter diesem Podcast. Ja, blicken wir zurück aufs vergangene Wochenende. Da hat sich Triathlon abgespielt. Es gab quasi zwei parallele Europameisterschaften. Ja. Gut, auch das, ja, irritiert immer noch so ein bisschen, aber ja. Auf der anderen Seite ist halt, wie es ist. Das ist ja jetzt wirklich ein alter Hut, dass es das immer gibt. Ja. Ja. Ja, es gab die Ironman 73 Europameisterschaft in Elsinore. Elsinore, ich weiß gar nicht, wofür Elsinore steht. Hört sich ja so an wie der Ort Helsingør. Ja. Der sich mit so einem O-Strich schreibt. Ich weiß gar nicht, wie man diese Glyphe nennt. Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ein dänisches Ö, also nicht mit Ö-Punkten, sondern ein durchgestrichenes O. Das Ganze ist nördlich von Kopenhagen gelegen. Ich war da mal, als es die Brücke noch nicht gab und habe von da, bin mit dem Schiff übergesetzt nach Schweden. Oldschool. Sehr, ja. Gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ja. Ne, das ist auch schon ein paar Jahre her, 1993. Ja. Bin ich mit dem Rad da mal langgeradelt. Ja, da gab es die Ironman 73 Europameisterschaft und die in Anführungszeichen offizielle Europameisterschaft von Verbänden sanktioniert, in dem Fall von der European Triathlon Union. Oder heißen die inzwischen auch European Triathlon, so wie die ITU jetzt World Triathlon heißt? Ich stelle Fragen, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Von denen gab es die Europameisterschaft am Walchsee, in Walchsee, so heißt auch der Ort, in Österreich. Ja, also Renn-Action ohne Ende. Man musste sich natürlich ein bisschen aufteilen, was trotzdem dazu geführt hat, es waren trotzdem starke Felder. Ja. Ne, bei beiden Rennen. Und dazu kam noch der Ironman Cœur d'Alene auf der anderen Seite des großen Teiches und auch da ein Riesenrennen. Ja, also mega Action. In Deutschland war auch Action. Der Osee-Triathlon hat stattgefunden, hier um die Ecke in Uelzen. Ne? Also kleine Veranstaltung, mal ganz ab von den großen Labeln, aber umso schöner, aber genauso schön. Und jetzt müssen wir irgendwie versuchen, das alles hier auf die Reihe zu kriegen, was da alles passiert ist. Das war nämlich eine ganze Menge. Wie fangen wir an? Chronologisch war, glaube ich, der früheste Start in Dänemark. Ja, lass uns das machen. Lass uns chronologisch, dann haben wir bis zum Ende was zu erzählen, auf jeden Fall. Wir haben das große Battle zwischen Lucy Charles und Daniela Rief verkündet letzte Woche und dann hieß es, nein, Daniela startet gar nicht. Sie hat sich das anders überlegt, stand auf der Startliste, aber... Genau. Tatsächlich stand letztes Mal im Podcast, war es noch so, als wir dann die Vorberichterstattung geschrieben haben, da wussten wir das schon, dass das dann eben nicht der Fall ist. Ja, sie hat sich, das war eine Option, hieß es aus dem Lager vom Management. Sie hat sich dann dagegen entschieden, um lieber noch einen Trainingsblock einzulegen. Und wenn wir uns jetzt gleich darüber unterhalten, wie dieses Rennen gelaufen ist, dann schwingt das natürlich immer so mit, ne? Was wäre, wenn gewesen Daniela Rief am Start gewesen wäre? Wäre sehr spannend geworden, glaube ich. War aber nicht so. Aber wir können uns ja vielleicht nochmal, wenn wir dann das analysiert haben, darüber nochmal unterhalten, was das vielleicht für die Zukunft bedeutet, der Ausgang dieses Rennens. Ja, ich behaupte mal, das Frauenfeld war stärker als das Männerfeld. Fangen wir damit an, oder? Boah, das ist aber schon mal gleich eine gewagte Behauptung, der ich, glaube ich, aber auch widersprechen möchte. Okay, dann tu es. Es ist natürlich auch Quatsch, das zu vergleichen, ehrlich gesagt. So, ne? Also das war das eine stärker, war das andere. Aber lass uns doch trotzdem mit den Frauen anfangen und dann können wir ja zu den Männern übergehen. Und da sind auf jeden Fall ja auch einige Namen, ja, wo ich sagen würde, die hätten da auch was dagegen, wenn das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen mit den Frauen an. Also, wir haben ja darüber berichtet, auf trimark.de kann man es alles nachlesen, die Wettkampfberichte, wie alles gelaufen ist, deswegen müssen wir jetzt keine Spannung aufbauen, wer gewonnen hat. Das war nämlich Lucy Charles Barclay vor Holly Lawrence und Camilla Pedersen. Und klar war, dass es ja irgendwie auf dieses Duell ja auch, oder was heißt Duell, ja doch, letztendlich war das, was wir erwartet haben. Lucy Charles Barclay gegen Holly Lawrence, wer hat die Nase vorn? Natürlich wäre Daniela Rief da auch auf jeden Fall mit zu nennen gewesen und dann wäre es auch noch spannender geworden, denn jetzt muss man sagen, hätte das kaum deutlicher ausfallen können, als es letztendlich ausgefallen ist. Ja? Lucy Charles Barclay ist da durchgerannt, geschwommen und geradelt, ist letztendlich
mit einer Zeit von 3 Stunden 59 und 57 Sekunden ins Ziel gekommen. Neuer Streckenrekord, neuer Radstreckenrekord mit 2:14:12 und neuer Laufstreckenrekord mit 1 Stunde 18:05. Und das führt dann eben auch zu einem neuen Streckenrekord und unter 4. Geniales Rennen von ihr und ja, ich glaube, sie hat jetzt wirklich bewiesen, dass das, was wir schon so viel über sie geredet haben das ganze Jahr, ne? Aber letztendlich ist nur ein Sieg dabei rausgesprungen, neulich bei diesem PTO-Rennen, wo auch gute Leute am Start waren, aber eben kein riesen Weltklassefeld und so weiter. Aber ihr Start auf der Kurzdistanz, ne? Der 5. Platz, wen sie da alles hinter sich gelassen hat beim Laufen. Ihre Schwimmperformance im Quali-Rennen für Olympia. Das alles haben wir ja ausreichend gewürdigt, aber es war natürlich jetzt die Frage, was passiert, wenn das alles zusammenkommt in einem echten, richtigen 70-3-Rennen. Das haben wir jetzt gesehen. Beeindruckend vorne weggegangen und ich stelle mir tatsächlich so die Frage, was heißt das für die Langdistanz? Und ich persönlich, du kannst ja mal sagen, wie du das siehst, habe so das Gefühl, dass wir es dieses Jahr wirklich mit einer anderen Lucy Charles Barkley zu tun haben. Einer, die sich mit dieser Konstellation, die es schon so oft gegeben hat, ich schwimme vorne weg, radel, was ich kann und dann kommt irgendwann Daniela Rief und überholt mich oder jemand anders. Wenn es mal nicht Daniela Rief ist, dann ist es Anne Haug oder wie auch immer. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Jahr ist der Zeitpunkt, wo sie sich das nicht mehr gefallen lässt. Also die Laufperformance, die sie mittlerweile drauf hat, ne, also das kommt zu dieser Schwimmperformance und gut Radfahren konnte sie auch schon immer dazu. Haben wir da die neue Hawaii-Siegerin gesehen? Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall enger zugehen wird und es wird andere Rennen geben. Ja, wäre schon. Vielleicht hat sie ihren Fokus auch ein bisschen verlegt, ja. Also beim Schwimmen, ich meine, da klagt man auf hohem Niveau, wenn man denn klagen will, aber sie hatte 45 Sekunden Rückstand auf die Männer. Ja, früher ist sie ja auch bei den Männern ganz vorne mitgeschwommen. Ne? Vielleicht hat sie wirklich einen Schwerpunkt aufs Laufen gelegt, weil das war letztendlich immer die Disziplin, wo es hinten raus dann, ja, es waren ja nicht viele, die an mir vorbeigezogen sind. Genau, es waren immer nur Einzelne, so, ne? Ja, genau, wir reden ja hier nicht von Einbrüchen oder so, nee. Sondern es gab immer irgendwie eine, die noch schneller war als sie. Nicht immer, aber ab und zu halt. Und eben auch in diesen wichtigen Meisterschaftsrennen. Ja, und ich finde auch diese Leichtigkeit, mit der sie da durchgeht. Ich meine, sie beherrscht natürlich auch das Social-Media-Spiel und macht gute Videos und always smiling und hat wirklich kommt auch gut rüber mit einer Lockerheit, auch Hinblick ihres Projekts, was da ja in der Zukunft steht, ne, mit Sub 8. Das ist alles, was man ihr abnimmt. Und diese, und vor allen Dingen auch, weil sie es jetzt ja auch untermauert, ne? Sie hat natürlich Anfang des Jahres auch im Interview mit uns gesagt, irgendwie so, ja, wenn ich dann Hawaii gewonnen habe, dann konzentriere ich mich wieder dann will ich auf die Kurzdistanz und so, ne? Und wo man auch schon gesagt hat, erstmal gewinnen, ne? Und erstmal machen. Aber irgendwie ist diese Leichtigkeit, hat sie ja dann untermauert. Ja. Ne? Ich meine, die kommt da in Leeds in ein Weltklassefeld rein und läuft da Leute in Grund und Boden, wo du denkst so, boah, ja, das ist anders. Also sie ist zumindest die facettenreichste Athletin, würde ich sagen, momentan, ja, weil die bedient ja eine gewaltige Bandbreite, ja, mit Olympic Trials bei den Schwimmern, ja, wo sie teilgenommen hat in einem Schwimmer-Elitefeld, olympische Kurzdistanz, wo sie eben Weltklasse-Niveau gezeigt hat, Super League, Mitteldistanz, ja, auf Hawaii werden wir sie sehen, dann im nächsten Jahr dieses Sub-7, Sub-8-Projekt. Und dann irgendwann der Weg, der ja in Paris 2024 enden soll. Also genau, also das irgendwie so ist, alles ist möglich, hat man ja, so den Eindruck mittlerweile. Ja. Ne? Und das meinte ich vorhin, dass diese großen Ankündigungen jetzt tatsächlich konkreter werden. Ja, also früher gab es ja immer so diese klassische Einteilung Kurzdistanz gegen Langdistanz. Wir erinnern uns noch an den Spruch von Jan Frodeno, auf der Langdistanz starten nur gescheiterte Kurzdistanzler. Ja, er hat das Gegenteil bewiesen. Aber es gab immer so dieses,
Dogma, dass das eine Einbahnstraße ist. Ja, du kommst von der Kurzdistanz und gehst auf die Langdistanz und dann hast du aber auf der Kurzdistanz nichts mehr zu suchen, weil du da nichts mehr zu melden hast. Mhm. Da beweist Lucy Charles Barkley jetzt das Gegenteil. Ja, also, ja, genau. Also das muss man auch erstmal nochmal sehen. Ne? Letztendlich ist sie jetzt ja Fünfte geworden und, ja. Und nicht Olympiasiegerin. Das, ne? Aber man muss das mehr als anerkennen. Das auch ja bei einer Entwicklung auf der Kurzdistanz, wo man nicht mal sagen könnte, da ist jetzt 1, 2, 3 sind vorne weg und dann ist auch klar, wer gewinnt, so einer von denen. Das ist ja, das Gegenteil ist ja der Fall, ne? Ja. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, das ist ja wild gemixt und ja, extreme Wundertüte, wer da gewinnt, weil alle eben so stark sind, ne? Und da eben reinzukommen, sehr beeindruckend. Ja. Ja. Ja, also großartiges Rennen von ihr. Genau. Ne? Und ich meine, Holly Lawrence war hinter ihr dann deutlich auch abgeschlagen, muss man ja sagen. Also sie hat jetzt im Nachhinein gesagt, sie hätte gewusst, dass das auch sehr ambitioniert sein würde, 2 Wochenenden hintereinander auf verschiedenen Kontinenten zu starten. Nun ist sie ja Zweite geworden. Ne? Mhm. Aber schon, da frage ich mich halt, kann ich nicht in sie reingucken, was die so für sich mitnimmt? Ich meine, ne? Es ist ein Podiumsplatz, aber ist es für sie so ein bisschen schockierend, dass sie eben dann nie so richtig da ins Rennen eingreifen konnte? Keine Ahnung. Mhm. Wird man sicherlich auch dann sehen und im Laufe des Jahres auch ja dann gucken, was das eben auch so zum Beispiel für die 73-WM bedeutet mit einer sehr, sehr schweren Radstrecke. Auch eben dann auf Daniela Rief haben wir ja vorhin schon kurz angerissen, ne? Was heißt das für sie auch auf der 73-Distanz? Ne? Kann sie da auf dem Rad das noch mehr ausspielen? Kann sie da wirklich sich absetzen? Wird alles sehr spannend. Freue ich mich sehr drauf auf jeden Fall, ja. Ja, also man kann sagen, Lucy Charles Barkley, FC Bayern München, erste Liga. In der ersten Liga war sonst nur noch Holly Lawrence und danach ist es schon fast zweite Liga, wenn man sieht, dass der Abstand zwischen Platz 1 und Platz 3 schon bei 16 Minuten ist. Wobei man sagen muss, Camilla Petersen auf Platz 3, die ist vor 3 Monaten erst Mama geworden. Ja, also genau, Schande über mich. Ich hatte sie im Vorbericht stehen und habe dann als Favoritin und habe sie dann wieder rausgelöscht, weil ich gesagt habe, so, das erzeugt einen Druck, den man vielleicht nicht, also ne, der wird es relativ egal sein, was ich über sie schreibe, aber da habe ich gedacht, so ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen überambitioniert, sie als Favoritin da mitzuführen. Ja. Also wie gesagt, Schande über mich, hätte ich sie mal drin gelassen. Auch immerhin schon 38, ne? Aber gut dabei. Ja, ja. Ja, ist natürlich mega. Ich meine, das überhaupt, ich meine, beim Ironman Kördelin haben wir es auch gesehen, da ist Sarah Piampiano als frisch gebackene Mutter am Start. Es ist sehr beeindruckend, ne? Also überhaupt sich in so kurzer Zeit sich wieder in die Form bringen zu können, dass man da mit der Weltspitze mithalten kann. Und das bedeutet ja auch ein komplett neues Leben, ne? Da Mutter zu werden. Das ist ja nicht nur so, dass es eben dieser Trainingseinschnitt ist und dass man dann danach, sondern man muss ja das Training in einer Situation bewältigen, die es ja vorher noch nicht gab. Und also da kann man gar nicht so viel Hüte ziehen, wie die das meistern. Sehr, sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ja. Also, es gab so verschiedene Doppel, ja, Platz 1 und 2 an Großbritannien, Platz 3 und 4 an Camilla Petersen und Maja Stage-Nielsen nach Dänemark, dann wieder eine Britin dazwischen und dann wieder ein Doppel und zwar aus Deutschland, Caroline Lehrider und Annalena Bestpol auf den Plätzen 6 und 7. Ja. Caroline Lehrider hat gesagt, sie ist einfach klassisch beim Laufen explodiert mit einer riesengroßen Bombe. So. Passiert dem Besten, hat glaube ich keine Auswirkungen auf irgendwas. Ist halt ja immer ärgerlich, wenn man eigentlich gut dabei war und dann das passiert, kann aber vielfältige Gründe haben. Bei Annalena Bestpol ist es ein bisschen anders. Sie hat sich so geäußert, dass sie gesagt hat, sie ist eigentlich für den Stand, den sie hat, eigentlich relativ zufrieden. Und da kann man mal sehen, wie die Perspektive darauf immer wichtig ist. Ne? Sie hat gesagt, sie war 2 Minuten 17 bis Platz 3, also bis Podium bei der Europameisterschaft, weg. Und das nach harten Wochen, die sie hinter sich hat, so hat sie sich geäußert, sie war schockiert über ihr Abschneiden in St. Pölten, da hatte sie ein DNF, war völlig am Boden, Motivation hat nicht gestimmt, also wirklich so ganz mental war sie einfach da komplett raus. Danach wurde sie geimpft und hat noch eine schwere allergische Reaktion bekommen, mit der sie zu tun hatte. Und
das alles irgendwie in einem relativ kurzen Zeitraum. Und gesagt, für diesen Stand war sie jetzt okay, war sie fein mit dem, wo sie ist. Das finde ich auch gut, dass man das ja so äußert und einfach guckt. Und dann, ich meine, dann hat sie ja auch recht. Ich meine, 2 Minuten 17 bis zum Podium, das klingt auch dann schon anders als Siebte geworden. Ja. Na, also von daher, mal schauen wir mal, ja, in welche Richtung sich das entwickelt. Ja. Knapper ging das Ganze bei den Männern aus. Da haben wir nämlich deutlich geringere Rückstände. Und da hat es geklappt mit dem deutschen Podium. Jan Stratmann holt die Bronzemedaille. Wer hätte das zu Saisonbeginn gedacht? Ja, zu Saisonbeginn würde ich dir recht geben. Darum sage ich das, genau. Ne? Also genau. Wir haben da eine neue Größe irgendwo. Ja, einer, der sich da so langsam still und leise irgendwie etabliert. Also wenn man sich das Ergebnis anschaut, Josh Goodwin hat gewonnen aus Großbritannien, der schon auf dem Podium war bei der Challenge Daytona. Ja. Vor Rudi van Berg aus den USA, also Josh Goodwin wie die Frauensiegerin Brite, vor Rudi van Berg aus den USA und Jan Stratmann auf Platz 3. Und das Ganze auch mit einer knappen halben Minute Rückstand nach ganz vorne. Ja, absolut. Das ist der klassische Durchbruch, würde ich mal so sagen. Das kann man tatsächlich sagen. Ist ja auch noch jung, 26, und hat sich so rangearbeitet, wie du gesagt hast. Ne? Und ich meine, St. Pölten war natürlich so der erste große Knall, wo man gesehen hat, so, ja, das ist auf jeden Fall auch nicht Zufall. Das ist, da steckt richtig was dahinter, und ich fand das ganz schön. Er hat auf Instagram seiner Trainerin Laura Sophie Usinger ganz nett gedankt, finde ich. Er hat einfach geschrieben, irgendwie so, hey, wir sind ein junges Team, und er glaubt fest daran, dass sie beiden zusammen noch ganz, ganz viel erreichen können. Und da würde ich mal sagen, den Glauben teile ich definitiv. Also das sieht so aus, als wenn da wirklich was, ja, für ihn eine gute Zeit anbricht. Sehr schön. Super. Ey, also es ist tatsächlich wirklich rangearbeitet. Echt sehr, sehr cool. Ja, großartig. Würde mich für beide freuen. Laura Sophie kennen wir ja, die hat ja mal ein Praktikum hier gemacht sogar. Ja, und hat als freie Autorin schon für uns gearbeitet. Genau. Und so. Also ja, genau. Ne? Und die hat... die macht ihren Weg als Trainerin. Total, ja. Und alle schwärmen von ihr. Alle, die sie als Coach haben, sagen, es ist so, ne? Da, wir haben ja auch mal eine Geschichte darüber, machen weibliche Trainer, weibliche Trainer, machen Trainerinnen, arbeiten die anders als Trainer, und ist die Zusammenarbeit, und die mit ihr arbeiten, sagen immer alle so, das spielt überhaupt gar keine Rolle, Mann oder Frau, ist einfach ein guter Coach. Ja. So, ne? Hilft uns einfach gut weiter. Mhm. So. Und das scheint zu funktionieren. Ja, hervorragend, ja. Also wie gesagt, Bronze nach Deutschland. Jetzt kann man das auch wirklich mal so sagen, ne, mit Bronze und so. So muss man sich ja sonst immer auf die Zunge beißen, wenn bei normalen Rennen, wenn dann irgendwie von manchmal, ja, das ist ja, aber hier ist ja wirklich mal Bronzemedaille. Genau, da gab es dann auch irgendwie einen Titel für den ersten, ne? Wie oft wir irgendwie hören, irgendwie Titelverteidiger oder so, weil er irgendwie ein was weiß ich, Rennen gewonnen hat. Die Amerikaner sprechen halt davon, ne? Wenn du über die Ziele... You're an Ironman Champion. Ja, genau. Ja, das ist halt der offizielle Wortlaut immer bei denen. Ne? Und darf man sich nicht so von anstecken lassen. Aber passiert ab und zu. Ja. Ja. Ne? Also wie gesagt, George Goodwin vor Rudi van Berg und Jan Stratmann. Es gab noch einen weiteren Deutschen, der es in die Top 10 geschafft hat, und zwar Florian Angert auf Platz 9. Tja. Der ist ja komplett von vorne nach hinten schief gegangen, alles, glaube ich. Würde auch so sagen, hat sich auch so geäußert. Ist er, kann man das sagen, ist er der deutsche Profi mit den meisten Starts in diesem Jahr? Bei großen Rennen? Gute Frage. Kann ich dir so nicht beantworten. Auf jeden Fall haben wir ihn schon oft gesehen. Ja. Ja, genau. Andy Dreiz, würde ich sagen, der kurzfristig noch absagen musste. Mhm. Fällt auch in die Richtung. Der hat aber auch sehr, sehr viel gemacht. Ja, auch so ein Rennen, ja, einfach von vorne bis hinten nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Muss man auch nicht, glaube ich, nicht mehr draus machen, als es ist. Dahinter Michael Rehlert, der, man muss es sagen, wieder mal das Schwimmen gut gemacht hat, wieder mal das Radfahren gut gemacht hat und wieder mal keinen guten Lauf liefern konnte. Er selbst hat keine Erklärung dafür. Sagt er läuft so viel, wie sonst nur Läufer laufen. Aber irgendwas scheint zu sein, dass er es nicht auf die Kette kriegt im Wettkampf.
Ja. Haben wir schon viel drüber diskutiert, gehen die Meinungen ja auch extrem auseinander. Ich glaub, auch hier intern, ja. Wir haben schon drüber diskutiert eben. Ne? Ich glaube nach wie vor, dass der Tag noch kommt, an dem er das abräumt und wenn er das zusammenkriegt. Das glaubt er ja auch, weil sonst würde er das wahrscheinlich nie machen. Ne? Ja, also. Ja, und ich meine, ja, das ist halt wirklich, wenn du bis da vorne kommst, ist ja auch kein Zufall, ne, dass du immer dann dabei bist und so weiter. Und wenn die Fitness nicht stimmen würde oder irgendwas, keine Ahnung. Ich hoffe, dass aus Neutralität natürlich immer, aber für ihn persönlich hoffe ich, dass er da eine Lösung findet, da rauszukommen aus dem Dilemma. Also Spitzenschwimmzeit, Spitzenradzeit, aber beim Laufen dann ist das natürlich immer eine Frage. Ist das dann eine Konsequenz der Spitzenschwimmzeit, Spitzenradzeit? Ja, das wäre eine Frage, die wir nicht beantworten können. Das könnte er ja nur selber, dass er aber, ich meine, der hat ja das Laufen nicht verlernt. Der war ja ein überragender Läufer. Und normalerweise müsste er es irgendwie auch wieder hinkriegen. Aber ja gut, wir wissen es nicht. Wenn er es selber nicht weiß, dann können wir ihm das schwer jetzt sagen, woran es liegt. Das bleibt auf jeden Fall abzuwarten, wie sich das entwickelt dieses Jahr, ne? Was er noch vorhat. Also im deutschen Ranking auf Platz 5, davor lagen nämlich noch Frederik Hennes auf Platz 11 und Sebastian Neef auf Platz 12, Michael Rehlert dann 13. Ja, sicher nicht das, was er sich vorgestellt hat. Also werden wir natürlich weiter verfolgen, aber ja, es ist irgendwie so, es hat mal wieder nicht geklappt, ne? Irgendwie so ein komisches Gefühl ist dabei. Man gönnt's ihm ja, ne? Ich meine, wir machen kein Geheimnis daraus, die Rehlerts, wenn wir die über Jahre verfolgt haben, das sind besondere Sportler, besondere Menschen. Ja. Und bei aller Neutralität, wie du es sagtest, man gönnt denen ja trotzdem irgendwie, dass da nochmal was passiert, aber wir warten jetzt schon lange, ne? Also, ja, aber wir beobachten das einfach weiter und vielleicht kommt dann irgendwann der Tag. Vielleicht kommt dann nochmal der Tag, genau. Beobachten ist ein gutes Stichwort. Wen man auf jeden Fall weiter beobachten sollte, ist Kyle Smith. Wir haben schon sehr häufig in diesem Podcast über ihn gesprochen dieses Jahr, weil du hast Neuseeland erwähnt und junger Neuseeländer, der quasi das Frühjahr da dominiert hat, weil er nämlich immer seine Rennen ganz knapp gegen Braden Curry gewonnen hat. Die beiden haben sich quasi in so einem Privatduell immer dann duelliert, bis auf eben dann das Duell auf der Langdistanz. Da hat dann Braden Curry dann doch gezeigt, dass, ne, dass da die Weisheit und das Training im Alter dann doch, in Anführungsstrichen, dann doch Früchte trägt. Aber Kyle Smith hat sich da eben trotzdem für die Ironman WM qualifiziert und kam jetzt eben mal nach Europa, ne? Und um sich zum ersten Mal da wirklich zu stellen. Er ist als ungeschlagener 70-3-Athlet angetreten, ne? Also alle Rennen auf der Mitteldistanz, die er angetreten hat, hat er gewonnen. Und das fand ich extrem spannend zu sehen, was passiert da jetzt, wenn er jetzt wirklich gegen so ein gutes Feld hier antritt. Und es ist genau das passiert, was ich mir schon gedacht habe. Macht so einen Alarm, dass erstmal alle hinterher gucken. Ne? Also als erster aus dem Wasser, dann hat er auf dem Rad 2 Minuten rausgefahren auf eine Truppe, die praktisch nur aus Radraketen bestanden. Ne? Also das zu schaffen, in so einer Gruppe, wo eben so Leute wie Rudi van Berg drin sind, ne? So Leute wie Angert, die einfach normalerweise, wo ich sagen würde, das fahren die zu. Ne? Ja. Oder, ne? Aber er hat es halt geschafft, ist auf die Laufstrecke gegangen und schnellste Radzeit. Ne? Ja. Und ist dann, muss man sagen, auch eingegangen am Ende, aber es war knapp. Er ist letztendlich Fünfter geworden. Aber dann hat er im Nachhinein jetzt auch mal gepostet, dass er tatsächlich im Vorfeld einen schweren Radsturz hatte. Und gerade aus einer, weil ihm der Lenker gebrochen ist, ne, schon ein Albtraum, da kann ja schon die Saison sowieso schon zu Ende sein. Ne? Aber er hatte irgendwie überhaupt nach dem Ironman-Start schon Hüftprobleme und ist dann jetzt bei diesem Sturz nochmal voll auf die Hüfte geknallt. Genau. Hat sich jetzt Material zusammengeliehen, ne? Ein Vorderrad musste sich leihen, musste gucken irgendwie, dass er, der hat irgendwie Aero-Equipment aus dem Decathlon, hat er gesagt, hat er irgendwie sich da zusammengeschraubt, um da irgendwie noch ein Rad zusammenbauen zu können. Ne? Da muss man gucken, wie irrsinnig das ist, ne? Triathlon. Mhm. Ich meine, der kommt hierher wirklich mit so einer Liste an Siegen und ich weiß, wir haben das schon mal drüber gesprochen, der reist tatsächlich da in Neuseeland, ist der ja so im Campingvan, also ich meine, das machen viele, aber so mit Zelten und so weiter ist er da zu den Rennen angereist, die der gewinnt. Mit Sponsoren ist er noch nicht so richtig, also er hat natürlich Sponsoren, aber bei weitem nicht so, was wir wirklich von Siegathleten kennen, ne? Oder irgendwie großen Teams, wo dann Festgehalt winkt und so weiter. Das hat er alles nicht und jetzt kommt er hierher und
um ein Haar, würde ich sagen, hat er mal hier den Top-Favoriten mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Ja, um ein Haar ist das richtige Wort. Wir haben eben über diesen Klassenunterschied bei den Frauen gesprochen. Bei Männern sind zwischen Platz 1 und Platz 5 64 Sekunden. Ja, also da sieht man mal, wie knapp das da war. Ne? Ja, und vor allen Dingen, und dass er wirklich nach einem Einbruch auf jeden Fall sagt. Ja, er hat gesagt, also er wurde dann letztendlich wurde er überholt von den Resten, als dann die Räder schon abgefallen sind von seinem Fahrzeug. So, ne? Und er nur noch so auf der Felge da weiter hingehuscht ist. Ja, bin extrem gespannt, auch was das dann auf der Langdistanz auf Hawaii bedeutet. Also, weil das ist so ein Name, sollte man nicht überrascht sein, wenn der auf einmal vorne ist. Für was es dann reicht, keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall einer, wo man sich dann den sollte man auf dem Zettel haben, glaube ich. Ja. Vielleicht werde ich auch Lügen gestraft, aber ich bin sehr euphorisiert bei Kyle Smith, weil ich die Geschichte auch so cool finde. Und er hat dann jetzt auch auf seinem Instagram-Account, da stand undefeated, ne, hat er das weggestrichen und da steht jetzt defeated. Also, ne, Humor hat er offensichtlich auch. Ja. Wie gesagt, das war die eine Europameisterschaft. Die andere hat mehr oder weniger zeitgleich mit einer guten Stunde Versatz stattgefunden in Österreich bei der Challenge Kaiserwinkel-Walchsee. Ja, auch da fangen wir mal mit den Frauen an. Große Namen am Start, große Namen in der Ergebnisliste vorne. Nicola Spirig und Anne Haug, wenn man jetzt ein Battle Royale zwischen beiden ausgetragen hätte. Auf wen hättest du getippt im Vorfeld? Anne Haug, ne? Ganz, ganz eindeutig sogar. Ja. Aber Nicola Spirig hat mich schon oft überrascht. Ja. Also von daher. Also ich hätte mich falsch entschieden. Nicola Spirig, sie hat es in Gran Canaria vorgemacht, dass man nicht unbedingt das perfekt aerogetunte Rad braucht. Hat vor allen Dingen. Es kommt natürlich auch auf die Strecken drauf an, ne? Ja. Um da ehrlich zu sein, das ist natürlich eigentlich, es ist schon eine clevere Wahl, ne? Was sie da macht irgendwie auf diesen bergigen Strecken, aber gut. Ja, also für Nicola Spirig war das Ganze ein Trainingsrennen für die Olympischen Spiele. Das hat sie Wahnsinn klar gesagt und sie hat es klar dominiert. Wenn wir über den Riesenvorsprung von Lucy Charles Barclay in Elsinore sprechen, dann war der von Nicola Spirig ganz genauso. Ja, grandiose Schwimmleistung zusammen aus dem Wasser mit Sara Perez Sala, die uns ja schon die erstmal so richtig aufgepoppt ist bei der Challenge Daytona und irgendwie eine feste Größe auf einmal ist, zumindest in den Challenge-Rennen immer wieder zu sehen, immer wieder vorne. Sie schwimmt immer vorne weg und Nicola Spirig hat es auch da gesagt, sie hat sich bedankt bei ihr, weil sie gesagt hat, so, das war perfekt, sie konnte einfach an ihr dranbleiben, sie musste nicht navigieren und nix, die hat die quasi einfach da nach vorne gezogen. Ja. Ne? Perfekt, besser geht's nicht. Dann kam die große Nicola Spirig-Show im klassischen Badeanzug, wie man es kennt von der ITU-Kurzdistanz aus vergangenen Jahren, mit einem Rennrad, was ein bisschen aufgemotzt wurde, ja, mit einer waagerecht stehenden Flasche unterm Sattel und Hörnchen vorne am Lenker, aber halt ein Rennrad und keine hochgetunte Zeitfahrmaschine und dann fährt sie einfach mal allen auf und davon und wenn man da guckt, wie die Unterschiede auf der Radstrecke sind, gigantisch, ja, also da fährt sie mal einer Anne Haug über 3 Minuten weg und brummt ihr einen Rückstand auf, Anne Haug beim Schwimmen eher ja, man kann nicht wirklich sagen, mäßig unterwegs. Nee. Es waren einfach zwei Überschwimmer dabei. Ja, ja. Und wollte ich gerade danach sagen. Hat sich Anne Haug dann wieder gut präsentiert. Wäre jetzt spannend gewesen, so einen Vergleich zu sehen im Schwimmen zwischen Nicola Spirig, Sara Perez Sala und Lucy Charles Barclay. Ja. Ne, da ist ein Fernvergleich natürlich müßig. Ja, das wird man nicht genau wissen, wer wie wo schneller geschwommen wäre. Ja, aber es gab halt zwei Überschwimmerinnen und eine Überbikerin, die es da klar gemacht hat. Und dann konnte Anne Haug, die nicht ganz ihren perfekten Tag erwischt hat, die eigentlich. Ja, also man kann so, glaube ich, also und da würde ich jetzt einfach mal die Ehrlichkeit von Anne Haug, also ich glaube, die ist schon ehrlich, was ihre Leistung angeht und so weiter. Sie hat gesagt, von Anfang bis Ende Katastrophe der Tag. Sie hat sich die ganze Zeit schlecht gefühlt. Mhm. Hat sie das zum ersten Mal gehabt, hat sie gesagt, so hatte sie das noch nie, dass ein Renntag so derbe in die Hose gegangen ist. Und so in die Hose gegangen bedeutet bei Anne Haug dann immer noch trotzdem schnellste Laufzeit des Tages. Ja, ne? Ein Halbmarathon von 1,15. Ja. Aber wie gesagt, sie hat sich extrem schlecht gefühlt, sagt sie. Sie konnte nie nur ansatzweise daran eingreifen in den Kampf um den Sieg. Also war nur zu retten, was noch zu retten ist. Ja.
Am Ende Nicolas Pirik mit einem Vorsprung von 5 Minuten auf Anne Haug, die wiederum über 6 Minuten Vorsprung auf Platz 3 hatte. Und dann nochmal gut 2 Minuten dahinter Anne Reichmann auf Platz 4 als zweitbeste Deutsche, aber immerhin mit 14 Minuten Rückstand auf die Spitze. Aber auch das eine Europameisterschaft mit einer überragenden Athletin. Also, wie gesagt, richtige Titelsammlerin, ne? Ja. Also er hat jetzt ja schon den 2. Europameistertitel dann gesammelt. Ja. Und ich finde es total faszinierend, wird hier von Brad Sutton trainiert, dem ehemaligen Coach von Daniela Rief, muss man ja sagen. Ja, und Nicolas Pirik ist schon immer, wenn Brad Sutton in seinen Blogs und so immer auch mal Sachen raushaut, wo man auch den Kopf zuschütteln kann und sagen kann, irgendwie so, das sehe ich komplett anders. Und, gut, der Erfolg gibt ihm immer recht, aber Nicolas Pirik muss ganz häufig herhalten dafür, so nach dem Motto, seht ihr, ich habe recht. So, ne? Das ist so wie ich mache, ist es richtig. Mhm. Und ich meine, sie ist immerhin auch schon 39, ne? Aber sie sagt irgendwie, danke Coach, dass du immer neue Challenges für mich findest. Das ist tatsächlich dann wohl auch Brad Sutton, der sagt irgendwie so, ich habe da eine Idee, geh da mal zur Europameisterschaft. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat er ihr sogar auf der Laufstrecke gesagt, sie muss dann die gegen Ende nochmal Tempo zulegen. Also quasi so als Aufgabe, ne, für das Training, also in Anführungsstrichen das Training, ne, was sie da, ist schon verrückt, das Ganze. Ne? Dass sie sich dann das so ausdenkt und sagt irgendwie so, ich komme hierher, um zu trainieren. Und nimmt es dann so mit. Ja, ja. Also wie gesagt, Riesenabstände am Start, an der Spitze des Rankings, ja, Platz 1 an einer Athletin, die das Ganze als Trainingsrennen macht, Platz 2 an einer Athletin, die sagt, der Tag war von vorn bis hinten Mist. Was heißt das dann für den Rest, ist die Frage. Genau, genau. Ne? Ja, also, aber ich glaube, für Anne Haug bedeutet das nichts. Das ist halt einfach, das bringt ihr auch nicht aus der Bahn. Genau. Das weiß sie auch. Und wenn wir gleich über die Männer reden, ist es natürlich immer, was nimmst du aus so einem Tag mit? Ne? Sie sagt, es ist nicht gelaufen, aber eben trotzdem schnellste Laufzeit. So. Ja. Kann man ja mitnehmen, sagen irgendwie so, selbst wenn es nicht läuft, muss ich mir da keine Gedanken machen. Genau, genau. Ja, Nicolas Pirik auf dem Weg eben zu den Spielen in Tokio. Danach bin ich mal gespannt, was kommt. Im März oder April, wir wissen es immer noch nicht ganz genau, kommt ja auf jeden Fall dieser Versuch, dieser Angriff zusammen mit Lucy Charles Barclay auf die 8-Stunden-Marke über die Langdistanz. Da hat sie noch nicht so viel Erfahrung. Also wenn wir eben schon über das breite Spektrum gesprochen haben, was Lucy Charles Barclay anbietet, dann ist es bei Nicolas Pirik eigentlich nicht viel weniger breit. Ja, also da fehlt dann der Hawaii-Start. Ich weiß nicht, vielleicht kommt er sogar noch dieses Jahr. Ich glaube, Olympia, Kurzdistanz kann sie dann abhaken ne, in wenigen Wochen. Und dann ist wirklich die große Frage, was kommt danach? Die Restkarriere-Laufzeit ist ja da wahrscheinlich auch irgendwie absehbar. Ja, du sagtest, dass sie ist 39, ähnlich wie Jan Frodeno alt. Hat 3 Kinder, ist Rechtsanwältin, also eigentlich ein ausgefülltes Leben. Genau, genau. Ne? Ich weiß nicht, ob dann die Sub-8-Geschichte der große Schlusspunkt wird oder ob danach vielleicht nochmal, wenn man dann eh schon auf die Langdistanz trainiert, nochmal irgendwie ein großer Versuch kommt, auf Hawaii anzugreifen oder so. Wir wissen es alle nicht, aber wie gesagt, überragende Leistung am Walchsee vor Anne Haug, die das Ganze als wahrscheinlich im Nachhinein auch als Trainingsrennen für große Herausforderungen, die im Sommer anstehen und im Herbst anstehen, sehen wird. Marta Bernardi auf Platz 3 aus Italien, Anne Reichmann auf Platz 4. Das ist mal ein Ergebnis, wo es gut aufwärts geht. Anne Reichmann begleitet uns ja seit einem guten Jahr mit einem bei uns sehr erfolgreichen YouTube-Video. Die hat uns nämlich ihre liebsten Übungen aus dem Lauf-ABC gezeigt. Und sie kommt ja aus dem Läuferlager, war deutsche Vizemeisterin im Nachwuchs und hat aber auch da nochmal 6 Minuten Rückstand auf Anne Haug, ist aber so beim Schwimmen ein bisschen dahinter, beim Rad auf dem Niveau der zweiten Garde hinter Nicolas Pirik. Also da geht's auf jeden Fall aufwärts. Ja. Ja, weitere Deutsche in den Top 10, Lena Berlinger auf Platz 7, Laura Jansen auf Platz 8 und Laura Zimmermann auf Platz 12, die hatte sich glaube ich auch ein bisschen mehr versprochen, Platz 15 für Svenja Tös, das sind ja auch noch beides Kandidatinnen, über die wir schon gesprochen haben, wo die Kona-Quali noch aussteht, ja, ich glaube beide starten in
Bei den Europameisterschaften in Finnland, ne? Ja, also das ist noch ein bisschen, also würde ich jetzt nicht so sagen, dass das so ist. Also es steht, also Svenja Tös steht auf jeden Fall auf der Entry-List, aber da kann man in diesen Tagen wirklich nur wenig drauf geben. Also, weil das verändert sich so schnell hin und her. Manche stehen auf 3-4 Rennen gleichzeitig, da kann man noch nicht so viel drauf geben und im Detail haben wir es noch nicht nachgeguckt und nachgefragt. Ja, aber von Laura Zimmermann wissen wir es von ihrem Trainer Utz Brenner, dass sie auf dem Weg nach Finnland ist. Ja. Am gleichen Wochenende wie die Ironman Männer-Europameisterschaft in Frankfurt, einen Tag vorher die Frauen-EM in Finnland. Ja, auch da gab es natürlich ein Männerrennen und da gab es dann den deutschen Sieg, die deutsche Goldmedaille, auch da können wir es so nennen, den Europameistertitel. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Genau. Gold für Deutschland. Ja. Für Frederik Funk, der ein großartiges Rennen geliefert hat, sich vor allen Dingen auf dem Rad ein großartiges Rennen geliefert hat. Auch da gab es vor allen Dingen auf dem Rad eine Zweiklassengesellschaft und diese zwei Klassen bestanden aus Deutschland und dem Rest, und zwar aus Frederik Funk und Ruben Zipunke und allen anderen, die da nicht ansatzweise mithalten konnten. Ja, und auch hier hat sich Frederik Funk so geäußert, dass er gesagt hat, auch dieser Tag war alles andere als gut, ne, für ihn. Also er hat interessanterweise, ne? Wir haben darüber gesprochen, dass St. Pölten so das erste Mal war, wo er wirklich ja auch sich selbst so ein bisschen überrascht hat und gesagt hat, irgendwie so, ne, ich will das jetzt und ich muss gucken, aber dass es dann so gut geklappt hat, da hätte er selber so nicht so richtig mit gerechnet. Klar, die Erwartungshaltung war natürlich da, ne? Nachdem, was er alles schon den Aufwärtstrend und wir haben über die Funkaktie schon gesprochen und so weiter, dass man die dann nach St. Pölten erstmal sich nicht mehr leisten kann, weil die so durch die Decke gegangen ist. Und das bleibt natürlich jetzt so, ne? Ich meine, jetzt hat er da das Ding halt abgerockt und ich meine, Frederik Funk siegt vor Thomas Steger und Bart Arnutz, ne? Zwei, ja, auch Granaten, muss man sagen, ne? Die auch in diesem Jahr schon absolut abgeliefert haben. Steger hat gewonnen in Riccione und beim Affland-Triathlon. Bart Arnutz hat in Florida gewonnen schon und ist beim Ironman Tulsa erst kürzlich Fünfter geworden. Ne? Also ist jetzt auch bei beiden keine Überraschung, aber das sind ja so die Namen, die dieses Jahr schon echt für Furore gesorgt haben. Und jetzt kommt nämlich der Punkt. Jetzt hat Frederik Funk das geschafft, in einem Rennen, von dem er selber sagt, dass er da richtig, richtig tief graben musste, um überhaupt diese Leistung ausgraben zu können, das geschafft, die in Schach zu halten. Ne? Ja. Das ist jetzt wirklich der Punkt, wo man sagen muss, jetzt läuft's. Ja. Ne? Und ich fand es ganz interessant, sein Coach Dan Lorang hat danach gratuliert und hat halt eben gesagt, er hätte ihm schon vorher gesagt, dass er nicht zu viel erwarten soll von sich selbst auch und so weiter, sondern erstmal machen. Und also interpretiere ich das und nicht immer schon denken, ich habe jetzt St. Pölten gewonnen und jetzt muss ich immer alles und so, sondern auf die Leistung, auf sich selbst konzentrieren und dann gucken, was dabei rauskommt. Und er hat gesagt, ein Champion ist nämlich derjenige, der auch an einem solchen Tag gewinnen kann, ne? Der es dann trotzdem sieht, okay, ich kann vielleicht auf dem Rad nicht das treten, was ich sonst treten kann. Ich bin jetzt auch hier nicht alleine, aber ich guck, dass ich das kontrolliert ins Ziel bekomme. Und das ist ihm natürlich perfekt gelungen. Ne? Wahnsinn, auf was für einem hohen Niveau da geklagt wird. Weil, wie gesagt, der Einzige, der auf dem Rad mithalten konnte, sogar ein bisschen schneller gefahren ist Ruben Zipunke. Ja. Der hat eine Profi-Radsportkarriere hinter sich. Ja. Also, krass. Ja. Ne? Also, das Duell der beiden Deutschen, ja, Funk schwimmt klar schneller, Zipunke fährt dann auf dem Rad irgendwann die Lücke zu und dran vorbei, aber hat beim Laufen dann nicht den Hauch einer Chance. Ja, da liegen 5 Minuten zwischen den beiden. Und dann kommt aber Thomas Steger, der nochmal 5 Minuten schneller läuft als der Sieger. Ja, das ist ja diese wirklich verrückte Konstellation. Ne? Also gerade Thomas Steger, weiß man, mega starker Läufer. Und Bart Arnutz, ich meine, der hatte beim Schwimmen 4 Minuten Rückstand. Das weiß man, also das ist tatsächlich dieses Damoklesschwert, das falsche Wort, aber das, was alle, glaube ich, alle Triathleten auf der Langdistanz und auf der Mitteldistanz befürchten, ist, dass Bart Arnutz das Schwimmen lernt, weil dann ist wirklich aus für den Rest, ne? Weil der muss Rückstände aufholen. Das ist ja über 5 Minuten. Ja, ne? Wahnsinn. Mhm. Und diesen Biss, ne? Mhm. Das aber dann, ich meine, der weiß das, der akzeptiert einfach diese Situation, die er hat, den Rückstand, und steckt dann aber nicht auf, weil er weiß, er ist schon so oft aufs Podium gekommen damit oder hat auch schon gewonnen. Ne? Also jetzt dieses Jahr beim 73 Florida hat es halt dann für ganz vorne gereicht. Und auch auf Hawaii unter 8 Stunden geblieben. Ganz alleine, wo man immer sagt, ja, da sind Allianzen und so weiter. Und der kommt halt irgendwann aus dem Wasser und sagt so, ja gut, da muss ich halt nach vorne.
Und das gelingt ihm, also großen Respekt. Ich meine, jetzt hat er wirklich dann, um das dann zu schaffen, hat er das ja auch wirklich abgesprintet auf den letzten 50 Metern, dann noch zum Punkte vom Podium gestoßen mit 4 Sekunden. Der damit nicht gerechnet hat, glaube ich. Ja, ich meine, das war tatsächlich so, ja, aber ich glaube, also Ruben Zipunk hat sich auch so geäußert, dass er gesagt hat, also der hat auch schwere Zeit hinter sich, hat er geschrieben, hat seinen Coach gewechselt und ist jetzt, für ihn fühlt sich diese bei wem ist er jetzt? Das will er demnächst, den Namen habe ich jetzt nicht parat, der hat ja selber auch RZ-Coaching, ist ein, ja, wo er auch selber mit drin steckt, und dazu soll es jetzt demnächst mehr geben, aber er hat gesagt, es hat sich für ihn, wieder da zu sein und den schnellsten Radsplit abliefern zu können, hat sich, also er wollte das Comeback, und das hat sich für ihn wie ein Sieg angefühlt. Mhm. Und ja, gesagt, gut, dass er nicht aufs Podium kommt, es geschenkt, hat er zu Bart Arnolds gesagt, hat er gesagt, vielen Dank, dass du mich abgesprintet hast mit einem Zwinker-Smiley. Aber Bart Arnolds ist halt auch so cool, der antwortet auch irgendwie so, hey, ja, ich hoffe, es kommt irgendwann nochmal anders und dann sprintest du mich ab, so, ne? Ja. Also irgendwie so, das ist einfach nett, finde ich, einfach zu sagen so, ja, ey, mal gewinnt der eine, mal gewinnt der andere. Ja. Ja, auch da noch zwei weitere Deutsche unter den Top 10. Julian Erhardt mit einer bärenstarken Laufleistung vor allen Dingen auf Platz 8 und Nicolas Mann auf Platz 9. Ja. Also, ja, großer Triathlonsport. Großartige Bilder, das Ganze ja auch bei den Age Groups Europameisterschaften. Es gab die ersten Titel für Power and Pace. Yeah. Das müssen wir nochmal irgendwo würdigen und feiern intern in der Power and Pace Community. Aber auch unsere Athletiktrainerin Ulrike Söhring war am Start und die hat noch ganz süß mitgeteilt nachher, dass ihr Athleten während des Rennens um den Hals gefallen sind und gesagt haben, Dankeschön, dass du mich verletzungsfrei hier an den Start gebracht hast. Also ja. Athletik wirkt. Ja, für alle, die das bisher nicht glauben wollten, das war der lebende Beweis dafür. Ja. Immer wieder schön, das Feedback, ja. Ja. Ja, damit war aber Triathlon an diesem Sonntag noch nicht zu Ende. Noch lange nicht. Noch lange nicht, denn es gab noch ein langes Rennen. Long war es sozusagen. Ein heißes Rennen. Es gab noch einen Ironman in Coeur d'Alene in Idaho. Irgendwo in Idaho, gibt es da nicht irgendwas? Ich weiß es nicht. Zumindest irgendwo unter der Hitze Idahos. Es war wirklich bullenheiß, was man in allen Ecken und Enden der Ergebnislisten sehen kann. Ja, also sowohl bei den Profis als auch bei den Age-Gruppern war das ein gewaltiges Hitze-Battle. Ja, und erwartbar eben auch viele Positionswechsel und so weiter. Und ja, fangen wir mit den Männern an und mit den Frauen. Naja, ich glaube, es liegt alles in der Luft. Ich glaube, der ganz große Fokus lag wirklich auf einem einzigen Athleten, den wir demnächst in Deutschland sehen werden. Sagen wir auf zwei, genau. Einer von denen hat auch gewonnen, der andere nicht. Der ist nämlich nur Elfter geworden. Die große Frage, glaube ich, aus deutscher Sicht war, was passiert mit Lionel Sanders? Macht er jetzt sein Kona-Ticket klar, um dann ganz entspannt Jan Frodeno in Grund und Boden zu battlen beim Tri-Battle Royale am 18. Juli im Allgäu? Ja, ich glaube, das Ergebnis ist allen bekannt. Lionel Sanders ist Elfter geworden, ist beim Laufen völlig eingebrochen mit einem 3,53er Marathon, mit energetischen Problemen, hat das Hawaii-Ticket nicht in der Tasche. No. Und wird trotzdem gegen Jan Frodeno kämpfen. Aber bleiben wir erstmal in Idaho. Ja, genau. Und das war eben tatsächlich die Frage von vornherein, war ja quasi dieses, ja, man kann schon sagen, es war dieses Duell Sam Long gegen Lionel Sanders. Wir haben da auch schon oft drüber gesprochen. Die beiden haben sehr erfolgreiche YouTube-Präsenzen, wo sie das sehr geschickt verstehen, sich hoch zu jazzen und Trash-Talk zu machen und so weiter. Das machen sie gut. Die schätzen und mögen sich aber trotzdem. Aber ich meine, also keine Kumpels, ne, so, aber sie schätzen und mögen sich definitiv. Und gerade Sam Long ist, glaube ich, auch einer, der einfach, der haut auch alles raus, was er denkt, und das ist auch nicht, ne, manchmal,
ist nicht immer Understatement, sage ich so, aber das ist dem auch egal. Ich glaube, der trägt einfach sein Herz einfach auf der Zunge und ist einfach so ein Typ, der auch immer alles raushaut, der auch durchaus selbstbewusst ist, ne? Da, mal sind es die stärksten Beine im Triathlon, dann sind es die most overrated, also die überschätztesten Beine im Triathlon, hat er dann gesagt, ne? Weil irgendwie, ich meine, wir kennen das Ergebnis aus Tulsa, da war er überhaupt nicht zufrieden, hat nicht mal ansatzweise das abgeliefert und das ist ja der Grund gewesen, der ihn überhaupt jetzt erstmal nach Coeur d'Alene wieder geführt hat, ne? Weil da hat er gesagt, okay, ich meine, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss das zeigen nochmal vor Hawaii. Ich kann nicht mit so einer Leistung, wo er sehr ambitioniert war, wo er sehr zuversichtlich war, dass er da gewinnen kann, ich kann nicht mit so einer Leistung nach Hawaii gehen, denn dafür war er schon qualifiziert. Ich muss das irgendwie vorher nochmal zeigen, mir selber. Mhm, ich muss mir selber zeigen, dass ich das im Rennen zusammenkriegen kann. Und mit Coeur d'Alene hatte er eine persönliche Beziehung mit dem Rennen. Da hat er nämlich 2015, glaube ich, als Amateur gewonnen, als Age Grouper. Mhm. Hat es da war noch ein, ja, logischerweise noch ein echt richtig junger Bengel. Und ja, hat es aber da geschafft. Und also von daher gute Erinnerungen an das Rennen. Mit Hitze kann er gut um, hat er gesagt im Vorfeld. Und sein großer Rivale, aber auch sein großes Idol, Lionel Sanders, stand eben an der Startlinie. Und das war für ihn dann halt so der Punkt, wo er gesagt hat, okay, das ist das Rennen, da will ich dann nochmal beweisen. Ich will den schlagen. Ich will Lionel Sanders in der Form seines Lebens schlagen. Und Lionel Sanders hat das natürlich aufgenommen. Er hat gesagt, er fährt nicht zu einem Rennen, um irgendwie da locker zu machen und so weiter, weil er sich schon auf Jan Frodeno konzentriert überhaupt. Und es wäre natürlich auch töricht gewesen, weil er braucht die Hawaii-Quali. Mhm. Ja? Und deswegen steht das oben. Und es stand natürlich für ihn auch das Duell mit Sam Long im Raum. So. Und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Ja, ich glaube, wo viele erstmal drauf hingeschaut haben, war, wie kommt Lionel Sanders aus dem Wasser? Weil wir wissen, das ist natürlich beim Tri-Battle Royale ein Faktor. Ja? Also wir wissen, Jan Frodeno schwimmt ganz vorne mit, wenn immer er an den Start geht, ja. Bleibt dann in der Regel auch da. Lionel muss aufholen. Dieses Mal war es ein Rückstand von auf die Spitze 2,5 Minuten, wenn ich das richtig sehe. Und der Ungar Balaschok ist als erster aus dem Wasser gekommen mit 49,43. Lionel Sanders 52,13. Und dann ging es aufs Rad. Ja, und auf dem Rad hat Sam Long mal am Ende schon für einen kräftigen Unterschied gesorgt. Ja, also klar, er hat ja ein ähnliches Problem, also bringt auch seine Schwimmleistung nicht, die ihn ganz nach vorne, er ist auch immer einer von diesen Auffahrern, sag ich mal, das hat er dann auch geschafft. Dann hat er sich tatsächlich wirklich an die Spitze gesetzt und hat sich dann auch abgesetzt. Ja. Ich weiß nicht, in der Live-Übertragung war dann viel die Diskussion, hat er einen Platten in Anführungsstrichen gehabt, der Luft gelassen hat und dann, dass die Dichtmilch das wieder gedichtet hat. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Hat ihn aber nicht davon abgehalten, auf jeden Fall das Ding da weiter nach vorne zu fahren. Mhm. Und eben als erster vom Rad zu steigen, mit schon auch Vorsprung auf Lionel Sanders. Ja, und dann ging es halt los. Ne? Ich meine, dann kam Lionel Sanders halt immer näher ran und ist dann aufgelaufen. Also, und dann habe ich schon gedacht so, um Gottes Willen, das überlebt doch einer nicht. Ne? Weil ich meine, es war tatsächlich so bei Kilometer 14, so die Ecke, sind die halt dann wirklich Schulter an Schulter gelaufen. Und jeder hat sofort, also mir ging es zumindest natürlich an St. George gedacht, wo sie das dann eben auf den letzten Kilometern gemacht haben. Ne? Und das war schon was, wo man gesagt hat, so, ja, okay, jetzt bis einer weint. Ne? Das ist tatsächlich so. Und das können die niemals, können die jetzt das Rennen so gestalten. Ja. Den ganzen Tag nebeneinander herlaufen. Das Ganze, die Kamera hat immer wieder auf die Temperaturanzeige vom Motorrad geschwenkt bei über 100 Grad Fahrenheit. Das heißt, das ging nah an die 40 Grad ran irgendwann. Ja. Brutal. Also brutal. Von daher habe ich gedacht so, okay, einer geht jetzt ein. Aber richtig. Ja, und dass das Lionel Sanders sein würde, habe ich so nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Ja. Ich war der Überzeugung, okay, wer da so kontrolliert dann auflaufen kann. Tja, aber es hat ihn erwischt. Er hat ein kurzes Statement abgegeben und hat gesagt, energetisch ging gar nichts mehr. Er musste am Ende gucken, dass er wirklich sich auf den Beinen halten kann und das irgendwie nach Hause bringen. Er hat keine Erklärung dafür. Ja. Ist natürlich eine ganz, ganz blöde Situation, in der er jetzt steckt. Keine Kona-Quali,
ein Riesending vor der Brust, ne, was medial natürlich beachtet wird. Und ja, gegen Stand jetzt ist es ja so, dass man sagen würde, wie soll der gegen Jan Frodeno eine Chance haben? Mhm. Steht natürlich im Raum. Ja. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, würde ich sagen. Ne? Also das können wir schon mal festhalten, das Tri-Battle Royale steht. Ja, also das hat mit dem Ausgang, das haben wir uns auch nochmal bestätigen lassen heute, das hat mit dem Ausgang dieses Rennens nichts zu tun. Es bleibt Lionel Sanders privates Problem, ob und wie er sich für Kona qualifiziert. Also die nächste Gelegenheit nach dem Tri-Battle Royale, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, es gibt nicht mehr so viele Rennen. Nee. Wäre der Ironman, welchen haben wir da eine Woche? Lake Placid eine Woche nach dem Tri-Battle Royale. Aber dann gibt es natürlich auch noch Rennen in Europa. Ja, also es wäre uns eine Freude, wenn wir ihn zweimal innerhalb von 4 Wochen in Deutschland sehen würden. Ja, welcome to Frankfurt, Lionel. Ja. Vielleicht bleibt er ja einfach gleich da. Ja, Lionel gegen Löschke wäre das zweite große Battle. Ich habe auch schon spekuliert, ob er vielleicht dann mit Jan Frodeno einfach nach Girona fährt und dann irgendwie in seinem neuen Café da mit den Unterkünften einfach wohnt und noch ein bisschen unter seine Fittiche genommen wird. Also mal gucken. Ne? Also das macht so eine Saison halt interessant. Wird Lionel das nochmal versuchen? Ja, erstmal, wie gesagt, das Tri-Battle Royale steht, aus der Nummer kommt er nicht raus. Nee, aber es ist natürlich, die Voraussetzungen sind natürlich Katastrophe, ne? Weil ich meine, so ein Tag kostet natürlich extrem Energie, dann wird er hier rüberfliegen müssen, logischerweise. Und das ist alles sehr, sehr kontraproduktiv, wenn man auf Hawaii noch was reißen will. Ja. Aber auf der anderen Seite, auch da haben wir schon drüber gesprochen, gab es immer wieder solche Fälle und immer wieder Beispiele, wo das funktioniert hat. Und vielleicht geht es auch bei ihm gut. Ja. Wir werden sehen. Ansonsten ist er noch jung genug, um das in den nächsten Jahren anders zu machen. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass er Hawaii abschenkt. Nee. Aber er wird natürlich irgendwie eine Lösung finden müssen für sein Energieproblem. Weil wenn er sagt, er hat vorher das trainiert und er hat da eigentlich dran gearbeitet, er war topfit, er hat alles gemacht, was seines Wissens dazu führt, dass er in der Top-Performance da an den Start, und es sah ja auch so aus. Mhm. Ne? Und dass dann auf einmal so der Totalzusammenbruch kommt, schwierig. Das macht den Profisport menschlich. Ja, aber irgendwie letztendlich werden dann Coaches sagen, dass dafür muss es ja einen Grund geben. Das passiert ja nicht einfach so. Das ist einfach, ja, wenn dir der Sprit ausgeht, dann hast du entweder dich verrechnet oder du hast das Falsche zu dir genommen oder nicht in der, nicht in der richtigen Menge. Ja. Denn, dass er so irgendwie brutal überzogen hätte, das kann man ja nicht mal sagen. Ne? Er, weder auf dem Rad noch dann irgendwie, ist ja nicht, dass er irgendwie da Harakiri losgerannt wäre und dann gesagt hat, so, jetzt ist aus, sondern er ist da ja rangelaufen. So, ne? Und das eigentlich sah das ja so aus, als wenn das alles gut wäre, aber. Ja. Tja. Ja. Also, Sam Long gewinnt in 8:07. Wie gesagt, das Ganze unter dem Eindruck von enorm schweren Bedingungen. Ich habe schon gesagt, das sehen wir auch in den Altersklassen. Enorm schwere Bedingungen, die es auch auf Hawaii geben wird. Also auf Sam Long in Kailua Kona kann man sich freuen, glaube ich. Oder? Total. Ne? Also das, abgesehen davon, dass ich sowieso in Anführungsstrichen Fan bin von diesem ganzen Jojojo und ich starte in Pink und hoffentlich hasst ihr mich alle genug, dann kann ich das in Motivation auch ummünzen. Denn alle, die über ihn reden, sagen natürlich irgendwie so, also bei vielen stößt das garantiert auf, so, ne, dieses ganze Gehabe und ich bin der Beste und hin und her. Aber die dahinter schauen, sagen halt auch einfach so, dass der einfach unglaublich nett ist. Also und eigentlich immer, der will niemandem was Böses, aber er will auch nicht, er fühlt sich gut damit, das rauszutun und einfach auch das zu sagen, was er denkt und wie er sich fühlt und so weiter. Und ja, das kann er nicht schaden. Also ich freue mich sehr auf Hawaii. Ich meine, der hat jetzt den Streckenrekord einfach mal so 10 Minuten schneller gewesen und das wird gut. Ja, zumal mit Sam Long nicht einfach nur irgendein weiterer Profi, der auch mal die Klappe aufmacht, für Hawaii qualifiziert ist, sondern auch einer, wo man weiß, durch seine Anwesenheit ändert sich der Rennverlauf. Total. Ne? Ja. Also das ist ja so, ich weiß nicht, kann der mit Kienle? Ne? Ich meine, die schwimmen beide
ein bisschen hinterher und dann machen sie auf dem Rad richtig Rambazamba? Also, gute Frage, aber ich meine, diese Rambazamba-Macher, davon gibt es ja ganz, ganz viele mittlerweile. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Das ist total spannend, was sich dann, da ergibt auf jeden Fall. Und dann hast du mal wieder so ein Jahr, ich meine, die beiden letzten Jahre, oder die beiden, im letzten Jahr gab es kein Ironman Hawaii, aber die beiden letzten Austragungen, die waren ja unter enorm harmlosen Bedingungen. Jetzt lass mal so ein Jahr kommen, wo es richtig bläst da auf Hawaii. Ne? Und dann hast du so doch in der Weltspitze nochmal deutliche Leistungsunterschiede auf dem Rad, das macht das Ganze super spannend. Ja, und ich meine, wir haben das jetzt hier ja gesehen, auf der Abfahrt, ne, dass er auch auf dem Rad richtig was drauf hat, ne? Ja, ja. Stichwort Aero-Position und so weiter, das kann der, der ist richtig gut. Ja. Das ist, ein total spannender Kandidat. Ja, dann Platz 2 an Justin Metzler, Platz 3 an Pedro Gomes aus Portugal, Platz 4 an Jason Pohl aus Kanada. Alles jetzt nicht die ganz, ganz großen Namen, aber in der Reihenfolge gingen auch die Kona-Slots dann weg. Ja? So ist es, ja. Auch interessant, ne? Also Pedro Gomes und Jason Pohl hat man, glaube ich, nicht auf dem Schirm gehabt, so ehrlich muss ich auch sein, ne? Ja. Das sind halt Namen, die auch jetzt mit den Ergebnissen, die sie bisher jetzt hatten, auch dieses Jahr und so nicht gerade auftrumpfen konnten. Mhm. Justin Metzler, vielleicht schon ein bisschen was anderes, der ist ja auch sehr aktiv, hat auch einen YouTube-Kanal und so weiter und da hieß es im Vorfeld, und das macht mich immer ein bisschen hellhörig, das kann natürlich auch Geschwätz sein, aber wenn er sagt irgendwie so, ich habe so viel investiert in die Vorbereitung dieses Rennens und ich kann es nicht erwarten, das am Sonntag zu zeigen, was ich kann. Da kann man natürlich sagen so, puh, aber auf der anderen Seite sind das so solche Sätze, wo man mal sagen, so, Obacht, da ist offensichtlich jemand, der sich was vorgenommen hat und der sich traut, das auch jetzt an die große Glocke zu hängen. Sollte man drauf gucken, ja. Und er hat es einfach ins Ziel gebracht. Ne? Von daher auch ganz spannender Kandidat, ähnlich groß wie Sam Long. Das sind zwei Riesen, die sich da gegenüberstehen, also wirklich Massen und die es einfach durchgezogen haben. Ja, vor allen Dingen kann man sagen, haben wir da auch zwei weitere hitzeresistente Läufer, ja, was ja auch für Kona wieder interessant ist. Ja, weil das, Ein Name, den man sicher noch nennen muss, ist Cody Beals, der auch ohne Hawaii-Quali da steht. Jetzt immer noch, hat Pech gehabt auf dem Rad, wenn ich es mit richtig gesehen habe, auch mit einem Platten zu kämpfen gehabt und deswegen viel, viel, viel Zeit verloren auf dem Rad. War ganz lange in der Spitzengruppe, hat sich vorne auch gezeigt und ist dann, hatte dann quasi keine Chance mehr, aber ist ein unfassbar guter Läufer auch, das dann trotzdem durchgezogen. Ne? Aber auch er wird, also er hat auch schon gesagt, er muss, er will nach Hawaii und er muss jetzt nach einer Lösung suchen. Ob's Lake, also er sagt, er ist dabei, sich Gedanken darüber zu machen, ob es Lake Placid wird oder ob es vielleicht auch Europa wird. Mal gucken. Ja. Bei den Frauen. Einen Namen habe ich noch, den ich auch noch fallen lassen muss. Matt Russell. Ist auch einer, der so ein bisschen immer unterm Radar läuft, aber auf Hawaii auch schon Top-10-Ergebnisse gemacht hat. Auch immerhin schon 38, der ist Fünfter geworden. Bei dem muss man im Hinterkopf haben, dass der, und jetzt muss ich dich als Mediziner mal fragen, ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist, was er hat, aber er hat gesagt, er hatte Seizures. Das sind epileptische Anfälle, glaube ich. Ne? Also er hatte am Anfang des Jahres ist es eben dreimal aufgetreten in einem Abstand von mehreren Tagen und so weiter und er muss dafür Medikamente nehmen, wurde jetzt eingestellt, wenn ich das richtig sehe, ist das halt Epilepsie und ist ja echt eine harte Nummer und er hat sich jetzt aber so eingestellt, dass er das machen kann, dass er hofft, dass er die nicht mehr kriegt. Okay. 100%ige Gewissheit gibt es natürlich da nicht, aber der geht mit einem ganz anderen Mindset dran. Also der ist, er gesagt, er ist froh, dass er überhaupt das machen kann und jedes Mal, wenn er da in Rennen gehen kann, ist das ein Geschenk und er nimmt das einfach nur noch hin. Also es geht gar nicht darum. Und ich meine, er hat jetzt, ich meine, immerhin Fünfter geworden, Platz 4 hätte für Kona gereicht. Auch er wird Lake Placid in Angriff nehmen, weil, also das ist auch einer von diesen typischen Vielstartern, ne? Der so einfach pro Monat, der steht auf jeder Startliste, wo man immer sagen kann, ja, aber das kann ja nicht sein, aber ist es dann doch, der geht ja tatsächlich immer an den Start. Würde mich nicht wundern, wenn es dann tatsächlich auch reicht für ihn noch für die Kona-Quali. Ja. Und würde mich auch freuen. Ich finde, das ist immer, also wer ihn nicht so auf dem Schirm hat, das ist der, der immer sich über die Ziellinie rollt, in Andenken an seine Mutter, die an ALS gestorben ist. Das ist genau die Blazeman-Rolle. Chrissy Blinken hat es vorgemacht, ja. Da geht es eben um die Muskelkrankheit ALS
Und da steckt die Blazeman Foundation dahinter. Da möchte man eben darauf aufmerksam machen und Spendengelder für die Erforschung dieser Krankheit sammeln. Genau. Mhm. Wie gesagt, so ein bisschen underrated. Und der, er kämpft weiter. Und eben, ich meine, mit so einer Vorgeschichte, die er jetzt hatte, in diesem Jahr, großen Respekt da an ihn, dass er das so durchzieht. Ja. Gut, bei den Männern können wir kurz abschließen, keine Deutschen am Start, ebenso wenig bei den Frauen. Ja. Bei den Frauen gewinnt Carrie Lester vor Fenella Langridge, die das Ganze bis zum Halbmarathon angeführt hat. Beim Laufen dann, naja, ist man mit einer 3:13 eingebrochen. Andere sind deutlich schneller gelaufen, ja. Ja, aber bei ihr muss man auch wissen, das hat sie jetzt im Nachhinein dann auch rausgegangen, dass sie quasi selbst von ihrer Leistung so ein bisschen überrascht war, weil ihr längster Lauf war eine Stunde 40 easy, den sie in der Vorbereitung darauf gemacht hat, weil sie an der Hüfte auch eine Verletzung hatte, die sie halt behindert hat, in der Form, sie nie wusste, wo sie steht. Und sie wusste, sie hat sich so geäußert, dass tatsächlich so auf dem Rad hat sie sich so gut gefühlt, dass sie tatsächlich gesagt hat, so: Warum kommt da keiner? Was mache ich? Bin ich zu schnell? Überziehe ich hier gerade? Ne? So hat sie gesagt, war wirklich überrascht davon, wie gut das gelaufen ist. Und hat dann gesagt, okay, dass sie beim Laufen keine großen Sprünge machen kann, was das Wort ist, das war ihr klar. Und dass sie das da durchgezogen hat, von daher eben nicht eingebrochen, so in dem Sinne, so mehr erwartet und das nicht, sondern absolut das erwartet. Und es war ihre Premiere auf der langen Distanz, von daher wusste sie selbst nicht, sie hat noch nie einen Marathon gelaufen, wusste sie selbst nicht, was sie zu erwarten hat, und hat gereicht halt, ne? Ja. Von daher sehr, sehr cool. Ja, also Carrie Lester gewinnt das Ganze, die war schon für Kona qualifiziert, sodass, jetzt muss man gerade schauen, bis Platz 5 die Plätze zur Kona-Qualifikation gereicht haben. Das heißt, Platz 1 an Carrie Lester aus Australien, Platz 2 Fenella Langridge bei ihrer Langdistanz-Premiere, Platz 3 an Lindsey Corbin aus den USA. Auch die hatte schon ihr Hawaii-Ticket in der Tasche, sodass sich zwei weitere US-Amerikanerinnen freuen konnten, mit Hallie Chua und Kelly Filneau. Die Kona-Quali voll gemacht. Über die Kona-Quali wurde auch noch aus deutscher Sicht ein bisschen neidisch diskutiert. Wir bekommen auch immer wieder Zuschriften dazu. Es gab nämlich insgesamt 200 Slots. Das wurde nochmal aufgestockt für den Ironman Hawaii 21. Wir haben auf trimark.de darüber berichtet, dass die Athleten aus Europa, die sich qualifiziert hatten schon für den Ironman Hawaii, dass die eben umbuchen konnten auf 22 oder 23. Wir hören nach wie vor von vielen Athleten, die eben Angst haben, dass ihre Familien nicht mitreisen können und so weiter, dass sie die Option wahrnehmen. Also man versucht, das Rennen jetzt wirklich da voll zu bekommen über die US-Rennen. Bei den Europarennen gibt es nicht mehr Plätze. Also jetzt beim Ironman Lanzarote am Wochenende gibt es ganz normal die 40 Plätze. Ja. Wie gesagt, 40 auf Lanzarote, 200 in Idaho. Beim Ironman Hamburg steht nicht mal die Zahl, da steht nur, es gibt Quali-Plätze für den Ironman Hawaii 22, also das ist alles gerade so ein bisschen schwammig. Ja, auf der anderen Seite sagst du, es gab nicht mehr Plätze, es gibt aber auch nicht weniger. Genau. Und ich finde, das ist der große Punkt, ja. Also es ist einfach meine persönliche Meinung. Wenn wir von Ungerechtigkeit sprechen, dann würde ich das nur unterschreiben können, wenn ich jetzt sehen würde, hier werden Plätze abgezogen aus Europa und die werden nach Amerika verschifft. Und hier hat man jetzt keine Chance mehr, sich zu qualifizieren. Dem ist nicht so. Das ist einfach so, dass es die gleichen Bedingungen hier gibt, die es schon immer gegeben hat in den letzten Jahren. Ja. Und mir persönlich als Starter jetzt hier in Frankfurt kann es doch egal sein, wo der Rest herkommt. Ist meine Meinung, keine Ahnung. Ich sehe die Ungerechtigkeit nicht. Ich kann natürlich sagen, ich würde es mir auch wünschen, dass das jetzt hier 200 Plätze gibt, weil dann qualifiziere ich mich vielleicht dann doch noch am Ende, wo ich mich sonst nicht qualifiziert hätte. Ja, kann man so sehen, aber wer es hier mit einer Top-Leistung nach vorne schafft, der schafft es weiter mit einer Top-Leistung nach vorne. Mhm. Der qualifiziert sich weiter vorne. Ja. Also, ja, klar, ich meine, wie soll man das bewerten? Das ist tatsächlich so. Ich meine, die wollen ihr Rennen vollkriegen. Die wollen, dass das sicher ist, dass die Leute auch anreisen können. Da können sie sich bei Amerikanern sicher sein, bei Europäern nicht. Mhm. So. Und deswegen macht Ironman das. Ja. Und das kann man jetzt gut finden oder schlecht.
Ich bin gespannt, was bei den Slotvergaben passieren wird jetzt, ja. Also ich weiß, das weiß noch keiner, ob es die Slotvergaben im klassischen Sinne gibt, ja. Till Schenk liest Namen vor und die Leute jubeln oder jubeln nicht oder sagen ja oder nein oder wie auch immer oder ob das Ganze digital abfolgen muss, ja. Also wir reden ja jetzt hier über einen Zeitraum, der jetzt so langsam überschaubar wird. In 6 Wochen ist es soweit. Es kann natürlich sein, dass auch die Quali in Frankfurt einfacher wird, weil einfach viele sagen, nee, ich könnte jetzt meinen Slot annehmen für dieses Jahr, aber auch ich möchte das Ganze mal mit Familie erleben. Das heißt, ich verzichte drauf. Ich war schon 3-mal da. Dieses Jahr wird es nicht kann, das... Kann alles sein, ja. Ne, auch das werden wir sehen. Zumindest, wenn man das jetzt so sehen kann, ist es natürlich so, dass die Quali bei dem Rennen, unabhängig von Hitze und so weiter, jetzt deutlich einfacher war als bei anderen Rennen. Aber das ist eben so, das Feld muss voll werden, weil nur so kann Ironman sich überhaupt eine Durchführung eines Ironman Hawaii leisten. Tja. Ja, die brauchen die Athleten und uns ist natürlich allen auch an einer Durchführung des Ironman Hawaii gelegen. Und wenn dann wir im nächsten Jahr das große deutsche Age-Grupper-Comeback auf Hawaii feiern, dann ist es eben im nächsten Jahr erst so. Ja. Ja. So ist es. Und ich meine, auch hier bei den Frauen ist es tatsächlich auch so. Ich meine, Hallie Tura und Kelly Filnow sind wahrscheinlich Namen, die man vielleicht sonst nicht auf einer Kona-Startliste gesehen hätte. Aber die waren dann nun mal am Start. Die haben sich nun mal durchgesetzt. Die haben Leute hinter sich gelassen. Und bei den Frauen war es natürlich jetzt hier sowieso eine besondere Situation, weil es extrem viele gab, die schon einen Startplatz hatten. Ich meine, 5 oder 6 Namen, die schon qualifiziert waren. Und ich meine, du hast es gesagt, Carrie Lester war qualifiziert, Lindsay Corbin war qualifiziert, Heather Jackson wäre qualifiziert gewesen. Die hat wieder richtig an Hacken gehabt, so, ne, ich meine, wieder viel zu langsam geschwommen, muss man tatsächlich sagen, ist über eine Stunde geschwommen und musste dann die Aufholjagd machen, die sie aber geschafft hat, sie hat schon wieder in Podiumsschlagdistanz sich gebracht und hatte dann Platten, ja, gut, dann ist das Rennen auch rum, sie ist qualifiziert für Hawaii, aber das fand ich übrigens auch starke Szene, ne, sie hat relativ schnell einen Post gemacht und hat gesagt, so, ja, Daumen, also mit einem wirklich so mit Mundwinkel runter, Daumen runter, ich habe einen Platten, ich kann nicht weitermachen, aber keine Zeit für einen Rennbericht, ich muss an die Strecke und muss die anderen anfeuern, ne? Sie hat in den letzten Wochen, oder ich weiß nicht, in den letzten Wochen aber einen großen Trainingsblock mit Fenella Langridge gemacht und die ist ja tatsächlich dann an die Strecke gefahren, um die da anzufeuern, ne, vorm Ziel, nicht so irgendwie Recovery und ich bin jetzt ganz traurig, dass es hier heute nicht geklappt hat, denn sie hat sich echt viel vorgelaufen, sondern so, ich finde, das ist so der Spirit, so, ne, dann einfach zu sagen, okay, ich fahre jetzt an die Strecke und feuer die an, das fand ich richtig cool, dass da wirklich, dass sie das so durchgezogen hat. Ja. Apropos starke Szene, das Rennen wurde live übertragen auf Facebook. Das ist ja bei Ironman bei 1,5 Dutzend Rennen im Jahr, würde ich sagen. Ich glaube 18 oder sowas sind angekündigt. Es gibt leider immer noch keine komplette Liste, was in diesem Jahr alles live zu sehen sein wird. Wir wissen, dass es auf jeden Fall noch die beiden Weltmeisterschaften sein werden. Ich fand den Livestream, auch wenn ich ihn nicht in voller Länge gesehen habe, aus Idaho richtig gut. Ja, die haben echt gut zugelegt mit Split-Screens teilweise, mit guten Ergebnis- oder Zwischensplit-Darstellungen während des Rennens, mit guter Moderation. Da war jetzt das von Challenge ein bisschen müder dagegen. Es gab auch tolle Bilder, aber da hat Ironman jetzt einfach mal gepunktet. Ja, ich finde das persönlich ja auch sehr unterhaltsam. Also ich finde, man kann das immer, also jetzt auch, ich finde so diese Facebook-Abstimmmöglichkeiten, die es da jetzt gibt, irgendwie so, wenn man dann guckt und dann poppt es auf einmal auf und du kannst einfach auf dem Bildschirm klicken, was du meinst, wer als erstes in die Wechselzone kommt und so, das ist echt ein cooles Feature. Ja. Und da kommt dann natürlich häufig auch ganz was anderes raus, als was die beiden meinen und da wird dann auch mal um einen Kasten Bier gewettet oder ein Träger Bier irgendwie so, ob das dann so hinkommt, kann man sich dann auf Hawaii abholen, wenn man das richtig hat und so. Also echt sehr, sehr, sehr lustig und auch sehr unterhaltsam, finde ich auch. Also auch die Infos, die so im, habe ich oft genickt und habe gesagt, so ja, so würde ich es auch einschätzen. Das ist eine interessante Entwicklung gerade, weil ja doch in dem Live-Format neue Player auch dabei sind, auch mit der PTO, die in Daytona da ordentlich vorgelegt haben, Miami. Also da schaut natürlich auch Ironman rein, die wollen es dann auch besser machen und wenn dann noch so ein Tri-Battle Royale stattfindet, wo ganz klar auch kommuniziert ist, wir wollen neue Maßstäbe in der Live-Übertragung setzen, dann muss das ja noch besser werden und das wird auch wieder Ironman sich angucken. Also
Alles wird gut, ne? Ja, ich bin ja, nachdem wir ja wirklich Anfang des Jahres dann nur Ergebnislisten angucken konnten, irgendwie so, und da neidisch hingeguckt haben und uns irgendwie überlegen mussten. Und das sind halt eben so die Details, die siehst du halt dann, das gibt halt eine Ergebnisliste, gibt das dann nicht her, ne? Wenn, oder auch bei Ironman, wenn jetzt Lauren Brandon die Bomben geschwommen ist und dann aussteigt, die ist dann auf einmal, löst die sich im Ticker in Luft auf, ne? Und da ist nichts mehr von zu sehen. Das verschwindet dann halt einfach und das macht es halt wirklich echt schwer, das dann nachzuverfolgen. So. Ja. Deswegen ein Hoch auf den Livestream. Ja. Das Thema Livestream, das scheint so attraktiv zu sein, dass es da inzwischen auch Betrug gibt rundherum. Und zwar ich habe gegoogelt am Wochenende, Livestream Ironman 70.3 Elsinore. Ja. Und da findest du auch Google-Ergebnisse. Ja, ja. Aber da landest du ganz schnell in schlüpfrigen Gebieten, wo du irgendwann dann deine Kreditkarte zücken sollst und garantiert kein Bild zu sehen bekommst. So ist es, ja. Haben wir jetzt schon öfter gesehen, also muss man natürlich aufpassen. Wird auch häufiger gepostet unter unseren Vorschauen, ja, dass dann irgendwie, das hatten wir vor 2-3 Wochen, dass da dann unseriöse Anbieter kommen und sagen, hier gibt es einen Livestream von dem Rennen. Also wir versuchen natürlich immer, wenn wir von Livestreams wissen, das im Vorfeld auch anzukündigen. Ja, ist auch nicht immer so, dass man das weiß. Manchmal kommt es auch sehr kurzfristig zustande. Genau, darum wird es das auch nicht im Print geben bei uns. Da haben uns auch Zuschriften erreicht. Druckt das doch bitte immer ab. Aber das weiß man im Vorfeld manchmal nicht. Das entsteht auch manchmal spontan. Ja, also ist dann auch nicht immer gut. Wir haben diesen Livestream Challenge Gran Canaria, weil da wirklich dann das Topfeld am Start war, haben die sich wirklich bemüht, Livestream auf die Beine zu stellen, aber das ich war... Ich hab's trotzdem gefeiert. Ja, ne, das war sicher nicht das, was wir jetzt am Wochenende aus Idaho gesehen haben, aber es gab zumindest ein bisschen was zu sehen. Aber wie gesagt, das Ganze scheint so attraktiv zu sein, dass es da auch Betrüger gibt, die sich da aufsatteln und da können wir nur warnen. Also Ironman Livestreams gibt's in der Regel auf Facebook und Challenge Livestreams gibt's in der Regel auf der Challenge-Seite und wenn es noch weitere Livestreams gibt, dann ist das... eine Sache einzelner Veranstalter. Wir freuen uns über alles, was sich da bewegt und so ist live bewegt. So ist es. Genau. Gibt es das nächste Wochenende live? Ich weiß es gar nicht. Großes Rennen gibt es ja. Wenn, dann kündigen wir das in den Vorberichtigen an, auf jeden Fall. Ja. Genau. Es passiert was. Ja, definitiv. Ja, wir haben zwei Hochkaräter am Start auf Inseln, die, jetzt muss ich vorsichtig sein, die einen gehören völkerrechtlich nicht mehr zur EU, die anderen gehören zollrechtlich nicht dazu. Das hast du jetzt schön über die Bühne gebracht. Genau, die Rede ist von Lanzarote und UK. UK, genau, Great Britain. Genau, also machen wir es wieder chronologisch. Das Rennen auf Lanzarote startet am Samstag. Traditionellerweise in Puerto del Carmen an der Südküste der Vulkaninsel geht es mit einem gestreckten Rolling Start ins Rennen. Und ich war noch nie auf Lanzarote. Du warst noch nie auf Lanzarote? Nein. Ich war tatsächlich mal bei dem Rennen. Jetzt muss ich mal lange, lange überlegen, wer das damals gewonnen hat. Ich weiß nicht, haben wir schon Digitalbilder? Ne? Lanzarote ist immer so ein bisschen undankbar, weil man immer mindestens eine Woche unterwegs ist. Da gab es immer so die klassischen Flüge Hamburg Dienstag auf Dienstag. Und von daher waren wir die letzten Jahre nicht allzu oft da. Wir waren aber schon mal bei dem Rennen. Ein wunderschönes Rennen, eins der härtesten. Ich habe immer gesagt, wenn ich alle anderen Ironman-Rennen mal gemacht habe, dann mache ich vielleicht ganz gute. Bei mir ist das Verhältnis von Watt zu Kilogramm ja nicht das Beste, von daher habe ich da nichts zu suchen als Athlet. Fotografisch ist es natürlich immer schön, da haben wir auch schöne Bilder im Archiv, aber waren lange nicht persönlich da. Dieses Jahr hätte es sich fast gelohnt. Ich glaube, lohnen tut sich das immer. Ja. Das ist halt eine Frage der Ressourcen, aber klar, sprich deinen Gedanken zu Ende aus. Ja, wir werden es auf jeden Fall mit Spannung verfolgen, werden auch sehr zeitnah die Berichterstattung dann dazu bringen. Wir haben nämlich auch da wieder das Battle um die Startplätze für Kona. Es gibt zwei bei den Männern, zwei bei den Frauen und deutlich mehr Anwärter. Ja, lange Zeit sah es ja so aus, als wenn da keiner hin will. Ja. Also wir haben ja die Entry-Lists gibt schon echt lange und wir haben da immer wieder drauf geguckt und haben gesagt so, boah, das muss man doch, wenn man noch ohne Fahrschein ist, dann muss man sich da doch jetzt langsam mal eintragen, weil
da sind noch nicht so viele. Also auch rein zahlenmäßig nicht. Und jetzt letzte Woche ist es explodiert. Auf einmal, zack, ist die Startliste voll. Das haben sich nämlich offenbar viele gedacht und wohl viele auch, da kommen wir dann vielleicht gleich noch kurz zu den Ironman UK als Option gehabt haben. Da werden viele den Stecker gezogen haben, einfach aufgrund der Corona-Situation jetzt auch gerade, weil es unklar ist, ne, was passiert dann mit mir? Ja. Muss ich in Quarantäne und so weiter? Aus irgendeinem Grund hat Ironman dieses Rennen in UK sehr priorisiert, was das Preisgeld betrifft, was die Starterplätze betrifft. Ne? Also da standen immer schon die 100.000 Dollar Preisgeld im Raum. Bei Lanzarote sind es jetzt 50.000, aber es gibt inzwischen auch mehr Startplätze oder Qualiplätze auf Lanzarote. Und zwar 2 bei den Männern, 2 bei den Frauen und 2 sogenannte Unassigned. Die werden nach Stärke des Starterfeldes im Vorfeld verteilt. Und dann kann es sogar sein, dass wir vielleicht sogar viele deutsche Qualifier für Kona feiern werden. Könnte sein, ja, genau. Es war jetzt in Köder Lane auch so, ne? Da gab es auch diese 2 Unassigned, die dann aufgeteilt wurden, einer zu den Männern, einer zu den Frauen. Genau, das wird man hier jetzt sehen. Also, wie gesagt, Berichterstattung dazu, Vorberichte und so, kommt alles auf trimark.de, aber vielleicht nochmal so ein kurzer Abriss. Also, auch da stehen echt viele Namen drauf, ob sie denn auch alle am Start sind. Das wird man dann letztendlich ja erst am Starttag wissen. Das werden wir auch nochmal checken, neben der einen oder anderen kontaktieren. Aber jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben gesagt, von den deutschen Startern haben wir gesprochen. Andy Böcherer, wissen wir schon seit längerem, dass er auf der Startliste steht, der da voller Motivation hingefahren ist und auch viel trainiert hat da schon vor Ort und gesagt hat einfach, wie hat er sich ausgedrückt, er ist auf dem Schwimmen, hat ihm sehr das Training mit dem Landeskader geholfen, auf dem Rad ist er in extrem guter Form und beim Laufen so stabil wie schon Ewigkeiten nicht mehr. Extrem gute Form auf dem Rad, auf Lanzarote. Ist gut. Eine gute Voraussetzung. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall gut. Ja. Weil das braucht man nämlich da. Ja, ja. Das ist, da gibt es Wind, da gibt es Berge, da gibt es alles, was einen Andy Böcherer erfreut. Ganz genau. Und 2 weitere große deutsche Namen, kann man glaube ich so sagen, stehen auch noch drauf. Boris Stein hat, nachdem er immer irgendwas hatte dieses Jahr, ne? Irgendwas hat immer nicht gepasst, was ihn davon abgehalten hat, das abzurufen, was er wirklich kann. Mhm. Von dem man auch weiß, dass das kann und er auch, will er jetzt dann die Chance eben nutzen, das jetzt da an den Start zu bringen. Und du hast eben gesagt, wenn du alle Ironmans gemacht hast, dann machst du Lanzarote. Boris Stein hat gesagt, Rennen wie Lanzarote sind für ihn der Grund, warum er überhaupt Triathlon macht. Ah. Ja, also. Ja gut, da stimmt das Watt zu Gewichtverhältnis dann ein bisschen besser als bei mir. Ja. Ja, auch. Also einer der, wenn nicht der beste Radfahrer im Triathlon und das ist natürlich eine gute Voraussetzung für Lanzarote, wir haben es gerade schon gesagt und für ihn geht es halt auch darum, er braucht den Quali-Platz und das ist jetzt der Tag, an dem es passieren soll. Ja. Gleiches gilt für Nils Frommholt, der ebenfalls noch ohne dasteht. Ja, der Ironman Tulsa, rückblickend, wo Nils Frommholt auch am Start war, steht für viele so ein bisschen unter einem, steht unter einem schlechten Stern, ist falsch. Rückblickend muss man sagen, ist das für viele nicht so gelaufen, wie sie sich das gedacht haben. Ne? Die haben gesagt, ja, großes Rennen, viel Aufmerksamkeit, viele, viele Plätze, da geht was, da holen wir uns die Quali. Und für ganz viele ist einfach das nicht aufgegangen. So, und jetzt wird händeringend halt gesucht nach einer Gelegenheit, wo man das noch schaffen kann. Und ja, das geht halt jetzt mehreren so. Ne? Ich meine, international Namen, die man auf jeden Fall noch nennen muss, Patrick Nilsson, ist genau der gleiche, ne? Stand lange in Köder Lane auf der Startliste und hat dann umgeswitcht jetzt auf Lanzarote, kennt sich da auch bestens aus, ich glaube, der kennt da ja auch jeden Zentimeter von Trainingsfahrten und so weiter. Völlige Wundertüte, hat auch schon sensationelle Ergebnisse abgeliefert und ganz viele DNFs in seiner Liste stehen. Bleibt aber auf jeden Fall ein Name, den man definitiv da auf der Liste haben muss. Nick Kesterlein, der langjährige Begleiter von Jan Frodeno, sucht da nach seiner Quali-Chance. Auch der hat auf Gran Canaria gezeigt, dass er was drauf hat, dass er in guter Form ist. Mhm. Immer sehr gefährlicher Name, definitiv. Und es wird dann schon eng, ne? Wenn du so viele Namen auf der Liste hast und das sind ja bei Weitem noch nicht alle, von Selbstläufer kann da niemand reden. Das ist ja auch klar, das gibt es ja nirgendwo. Aber wird's eng. Und ich würde jetzt auch überhaupt gar keine Prognose aufstellen können. Also da sagen irgendwie, da würde ich sagen, so, da tippe ich 1, 2, 3 und da setze ich viel Geld drauf, dass das kommt. Das
wird da nicht passieren. Ich meine, du hast noch einen wie Christian Höhenhau, hast du da mit drauf, ne? Starker Däne. Peter Hemmerich, ich weiß nicht, wie oft wir schon über ihn gesprochen haben dieses Jahr. Natürlich einer, der von der 70-3 kommt, aber auch da nach immer vielversprechenden Ansätzen auch viele DNFs aneinandergereiht. Der will da auf der langen Distanz sein Glück versuchen. Wer weiß, ob der nicht mal durchkommt, ja. mit einer richtig guten Leistung. Also ja, viele, viele Namen bei den Männern, die sich um zwei oder drei Plätze betteln werden. Ja, also Lanzarote ist ja bekannt, das Rennen. Das ist sonst immer im Mai. Jetzt sind wir gut 6 Wochen später. Eben Corona-bedingt hat man da auch den Termin verschoben. Also zu hochsommerlichsten Bedingungen. Da scheint die ganze Woche die Sonne. Es wird windig, was ja auf Lanzarote nochmal ein besonderer Faktor ist. Der Wind kommt aus Nord. Das heißt, wenn es am Ende da zum Mirador del Rio hochgeht, bläst der Wind auch nochmal richtig schön von vorne. Bringt einen dann aber auch gut nach Hause, das Ganze bei 26 Grad. Ja, also das wird sicher ein tolles Triathlonfest, aber auch kein einfaches Triathlonfest. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Wie sieht es denn bei den Frauen aus? Ja, da würde ich tatsächlich sagen, ist es, sagen wir mal so, überschaubarer. So, also das ist tatsächlich so, dass so die... Naja, wie soll man sagen, die ganz großen Namen, das stimmt so natürlich auch nicht, es sind schon auch einige Namen drauf, aber ich könnte mir vorstellen, dass da noch viele, die jetzt keine Coda-Quali haben, gedacht hätten, ich denke da hauptsächlich so an Laura Philipp, die immer noch verletzt zu sein scheint, es gibt noch keine neuen Infos, wann da das Comeback in Aussicht ist, musste den Stecker ziehen aufgrund einer Hüftverletzung. Und wäre sicherlich eine, die mit ihrer Stärke eigentlich die Kona-Quali schon längst in der Tasche haben müsste. Und das hat sie jetzt nicht. Und die Frage ist, schafft sie das noch? Das werden wir in den nächsten Wochen dann sehen. Ja, also da steht noch so ein bisschen das Fragezeichen. Wenn wir jetzt hier auf die Liste gucken, also wie gesagt, auch alles noch nicht bestätigt, das steht noch auf. Da habe ich mich über einen Namen sehr gefreut. Michelle Westerby steht drauf, ne? Gibt sich auf der Langdistanz die Ehre. Die ist aber schon qualifiziert von vor Urzeiten irgendwo hat sie ihren Platz für Hawaii schon sicher. Ja, ja, und ist jetzt da am Start. Laura Siddle steht noch drauf, auch eine so eine Dauerbrennerin, die man auch niemals unterschätzen sollte, die immer auch da sehr, sehr gute Ergebnisse schon hatte, in Rot zum Beispiel. Mhm. Und dann ein Name, der mich so ein bisschen überrascht hat, ist Lisa Nordeen, die da offensichtlich ihr Glück versuchen will. Ja, bärenstarke Radfahrerin auch, ne? Also, ja. Ja. Ja, also großartig. Es sind ein paar Namen drauf, auch aus Deutschland, Jenny Schulz, Christine Liebhold, Verena Walter steht drauf, Margit Elfers, also es sind ein paar Namen drauf, wie gesagt, alles noch so unbestätigt, das holen wir alles diese Woche nach. Ja. Und dann gucken wir mal, wie sich da die Liste konkretisiert. Ja, deutlich, deutlich mehr Männerprofis am Start, also es ist fast davon auszugehen, dass diese zwei unassigned Plätze doch eher zu den Männern gehen. Das heißt, es könnte sein, dass im Idealfall 4 deutsche Männer sich qualifizieren. Ja, wir warten ja immer noch auf weitere Slots, die wir dann verkünden können. Ja. Ne? Ja. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Genau. Ja. Und dann, also wie gesagt, es gibt zahlreiche Rennen. Der Ironman UK steht noch dann an und da wird es halt tatsächlich echt übersichtlich. Also auf der aktuellen Startliste bei den Frauen stehen 5 Frauen. Ui. Ja, also das ist echt zusammengeschrumpft und bei den Männern ist es jetzt auch, ist es, würde ich jetzt mal so grob gesagt, gut doppelt so viele Namen, aber ob die dann tatsächlich alle dahin reisen, auch da noch einige Deutsche auf der Startliste, wo ich aber nicht weiß, ob das dann tatsächlich so zustande kommt. Das werden wir alles mal abfragen diese Woche, dass wir gucken. Joe Skipper steht drauf. Nur der Pflichthalber, wir haben ihn schon so oft genannt dieses Jahr. Ein Name, der bisher nicht das gezeigt hat, was er von sich selber, glaube ich, erwartet hat dieses Jahr. Aber ich sage das jetzt mit einem Grinsen.
der stand ganz lange auch in Coeur d'Alene auf der Startliste und hat dann da den Stecker gezogen und hat gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich mache das jetzt hier vor der Haustür. Ich meine, für die Briten ist es natürlich klar, du hast es gesagt, viel Geld. Er hat die Hawaii-Quali, die braucht er nicht mehr. Es ist, geht da jetzt tatsächlich um Platzierung, ne? Um zu zeigen, ja, was kann ich da rausholen? Das wird sich zeigen. Thomas Davis steht noch mit drauf. Tim Don wird an den Start gehen. Da wird es nochmal spannend. Also der will ja offensichtlich nochmal dann Kona nochmal versuchen. Ja. Ist der nicht auch in Tokio am Start als... Das ist eine gute Frage, ob er das tatsächlich macht. Der war als bei den Paralympics als Guide für Blinden, also für einen blinden Triathleten. Genau, ne? Vorne, genau. Als Fahrer auf dem Fahrrad. Ja. Das ist eine gute Frage. Das ist, kann ich dir so nicht sagen, ob das zustande kommt, aber das war auf jeden Fall mal der Plan. Das war mal der Plan, ne? Ja. Mhm. Ja, wird man abwarten. Also das beobachten wir alles diese Woche und gucken mal, wie sich das so entwickelt. Ja. Es gibt auch noch mehrere. Der Ironman 73 Andorra findet statt. Wunderschöne Landschaft, ja. Also ich muss ehrlich gestehen, ich hatte kein Bild vor Augen, wie es in Andorra aussieht, bis ich mir die Pressemitteilung von Ironman angeschaut habe. Ja. Da findet ein ganzes Multisport-Festival über die ganze Woche schon statt. Genau. Was eben gipfelt im Ironman 73 Andorra Premiere. Ja. Auch da zahlreiche Namen auf der Liste, wer das dann alles dann schafft, ist die Frage. Ein Name, der mir natürlich sofort ins Auge springt, ist Cameron Worth, der da steht. Der hat da mal, oder ich weiß nicht, ob er sogar tatsächlich noch seine Homebase hat, der hat da gewohnt. Ah. Also ne, jetzt in seinen Zeiten, in denen er ja eher Radprofi als Triathlet ist, hat er da sich auf die Startliste geschrieben. Also wird spannend, ob er da an den Start kommt. Er hat ja neulich mitgewirkt in Girona und hat da so aus der kalten Triathlon-Hose, sag ich jetzt mal, ne, für Radsport. Ich meine, wenn man Radprofi ist, dann ist man fit. Aber da fehlt ja dann noch ein bisschen was zu zur Triathlon-Karriere. Ja. Aber so ganz weit davon entfernt scheint er nicht zu sein. Bin sehr gespannt. Ja. Das gucken wir uns alles an. Oh Mann, jetzt haben wir aber Listen rauf und runter hier den ganzen Tag. Ja, also heute ging es dann doch primär um das, was stattgefunden hat, das, was stattfindet. Ja, damit wären wir aber auch durch. Ja, genau. Die Themen sind spannend genug. Alles, was am Wochenende stattgefunden hat und am kommenden stattfindet, findet ihr natürlich auch auf trimark.de mit ausführlichen Analysen, mit Ergebnistabellen und so weiter. Und Fotos, deutschen Rennfotos. Deutschen Rennfotos. Vom OSI-Triathlon. Genau. Ich habe mich nämlich rumgetrieben beim OSI-Triathlon, habe hier in Uelzen eine der ersten Langdistanzen in Deutschland dieses Jahr, die stattgefunden haben, fotografisch begleitet. Da gibt es eine kleine Bildergalerie. Es war so wunderbar. Und ich habe schon die Anekdote schon hier schon erzählt, aber für euch auch nochmal, es ist tatsächlich ein Teilnehmer an mir vorbeigelaufen, der die Arme nach oben gerissen hat und gesagt hat, endlich wieder Triathlon. Ja. Und ich konnte es so nachvollziehen. Es ist immer, Neid ist das falsche Wort, aber ich habe tatsächlich, als ich da morgens durch die Wechselzone, perfektes Wetter, ne, es wurde gerade so, es war noch nicht zu heiß, aber es war schon warm genug und so, und der See lag da, man sah die Fischchen springen und so, und ich habe gedacht so, ich würde so gern jetzt auch hier an den Start gehen. Es war einfach wunderbar zu sehen, ne, was die Leute für einen Spaß hatten, ne? Also wirklich eine tolle Mitteldistanz und Kurzdistanz war ein bisschen verkürzt, 950 Meter Schwimmen nur statt dem vollen Programm. Das war, ja, wie gesagt, auch so ein bisschen Corona-bedingt. Aber was ich auch bemerkenswert fand, und das ist einfach, das stimmt mich für die nächsten Monate extrem hoffnungsvoll, ist, dass es hat da kurzzeitige Lockerungen nochmal gegeben jetzt hier in der Region, wo es hieß irgendwie so, ja, wir können das sehr strenge auferlegte Hygienekonzept, was aber genehmigt war, wir können das ein bisschen, ja, wie soll man sagen, wir können das aufweichen. Da ist jetzt mehr möglich auf einmal. Und dann haben die Veranstalter gesagt, okay, dann schreiben wir das jetzt noch um. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt noch so zusammen. Aber es war so, dass es dann, dass sie gesagt haben, ja, können wir dann noch ein bisschen auf Lockerungen setzen. Und dann hat das Ordnungsamt gesagt, ja, reich was ein. Und dann ist was eingereicht worden. Und dann haben die gesagt, ja, mal gucken, was passiert. Und dann kam vom Ordnungsamt tatsächlich irgendwie Sonntagabend um 9 oder so die Bestätigung, ja, ihr könnt das alles so durchziehen und so weiter. Also da ein großes Lob an die Behörden wurde da noch ausgesprochen vom Veranstalter, dass er gesagt hat, dass das so
Hand in Hand ging, ne? Dass sie gesagt haben, wir gucken, was möglich ist und machen es dann auch möglich. Und es war so, dass die gesagt haben, wir halten an dem 3G-Konzept fest, also ne, genesen, geimpft oder getestet. Und musste, um auf das Gelände zu kommen, musste man halt dann vorzeigen, wurde auch kontrolliert, der Test wurde kontrolliert, Personalausweis, alles abgeglichen. Und wenn man das hatte, hat man ein grünes Bändchen gekriegt. Und ja, dahinter war quasi die große Triathlon-Freiheit, ne? Da hat halt wirklich ein Wettkampf, ja, unter ganz normalen Bedingungen, wie man es kennt, stattgefunden. Mhm. Und das hat so gut getan, das zu sehen. Ich meine, in Österreich war ja schon viel, ist ja schon viel passiert, aber so in Deutschland konnten wir persönlich das jetzt noch nicht so fühlen, so in dem großen Maßstab. Und es waren immerhin 400 Teilnehmer. Ja, toll zu sehen. Und alle hatten den Spaß ihres Lebens und haben sehr gelitten bei den Temperaturen. Aber ja, großartiges Rennen, hat sich auf die Bucketlist gearbeitet, sage ich mal so. Also das war wirklich richtig, richtig gut. Was machst du, wenn jetzt im nächsten Jahr der Triathlon am Freitagabend der Triathlon in Uelzen am Sonntag stattfindet? Keine Ahnung, das sage ich Bucketlist. Dann nochmal. Die wird immer länger, ja, weil ich muss ja, ja, ist halt so. Kann ich nichts machen. Wenn die das alle so gut machen und immer so, dann will ich das auch. Dann will ich da auch teilnehmen. Das ist so. Ja. Da kommen ja jetzt einige Leckerbissen auf uns zu, ja, also das erste richtig, richtig, richtig große wird ja dann der Ironman in Frankfurt sein und dann ist ja jedes Wochenende tak, 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 tak. Ja. Vorher haben wir noch die Olympischen Spiele, ja, also das wird jetzt eine ganz spannende Phase, das Tri-Battle Royale steht an, ja, wir haben eben noch hier die Pressemitteilung vom Hamburger Senat bekommen, dass im Sport auch hier wieder viel, viel mehr möglich sein wird, von daher hoffen wir auf große Triathlon-Feste beim Ironman Hamburg, beim ITU-Triathlon, der glaube ich parallel zum Stadtpark-Triathlon sogar stattfinden. Ja, das ist verrückt. Ne? Ja, aber da wird es eng, ne? Das ist klar. Das haben wir ja aber schon vor Monaten gesagt, dass die Termine, ich meine, dann sagen die Leute, ja, wie kann man auf die Idee kommen, dass am selben Wochenende, ja, weil es gibt kein anderes Wochenende mehr, wo das stattfinden kann. Ne? Das ist halt einfach die Möglichkeit, der Termine schrumpft halt zusammen, weil irgendwann ist das Triathlon ja wetterbedingt auch vorbei. Und vorher geht halt auch nichts. Ja. Jetzt am Donnerstag geht die erste Pressekonferenz an den Start hier zum Thema Triathlon in Hamburg, wo über die Zukunft gesprochen wird, wo sich hochkarätiges internationales Personal angekündigt hat. Von daher wird es da sicher die ein oder andere Verkündigung noch geben. Ja, Wir bleiben dran. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend und es geht vor allen Dingen weiter. Ja, das ist ja was, ich meine, wir haben lange genug gesehen, dass Triathlon einfach auch phasenweise nicht vernünftig gewesen wäre. Jetzt starten wir wieder durch und da freuen wir uns sehr drauf. Total. Und wir freuen uns auch darauf, euch begegnen zu können da draußen. Irgendwie so auch das war so eine Erkenntnis wieder, so wie oft ich angesprochen wurde. Einfach nur, da geht uns das Herz auf. So. Ja. Also wirklich, sprecht uns an, quatscht mit uns. Wir freuen uns da extrem drüber zu sehen, dass ihr Spaß mit dem habt, was wir für euch machen. Mhm. Und freuen uns natürlich darüber, wenn wir uns dann auch mal wirklich mal in echt sehen vor Ort. Ne, das ist ja auch jetzt ein halbes Jahr her, dass 2021 begonnen hat, wieder unter anderen Voraussetzungen, aber ich bin mir sicher, die zweite Jahreshälfte 2021, die wird viel Normalität zurückbringen. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge erreicht in diesem ersten Halbjahr auch. Ja, dieses Projekt Power and Pace, wo die Leute einfach auch von der Motivation her bei der Stange gehalten haben, jetzt zum Abschluss da diesen Do-It-Yourself-Triathlon gemacht haben, jetzt gerade Trainingspläne schreiben ohne Ende, also Björn kommt aus dem Trainingsplan, schreiben gar nicht raus, für fast alle Rennen, kann man fast sagen, die stattfinden im Herbst. Ja, und die Leute haben vor allen Dingen viel geschafft, die einfach trainiert haben bis jetzt und jetzt gewillt sind, auch nochmal weiter Gas zu geben. Ne? Genau. Das ist einfach schön zu sehen. Ne? Genau. Wir waren immer für euch da draußen und das werden wir jetzt natürlich in ganz anderer Form auch wieder sein. Ja, von daher freue ich mich sehr auf diese zweite Jahreshälfte und packen wir es an. So machen wir es. Also, euch da draußen bei einem gemischten Sommertag heute, der mit Fußball enden wird und nicht mit Fahrradfahren. Ich bin sehr gespannt, ob wir... Für den einen oder anderen vielleicht auch mit Fahrradfahren. Mal schauen. Ja, ich habe die Chance ja früher auch immer genutzt, aber heute Abend lasse ich mir das nicht entgehen. So. Also, Jogis letztes Spiel möchte ich doch mit... Nein! Frank! Mann! So. Meinst du, die Engländer haben genug gewonnen am letzten Wochenende? Ach, wir sehen weiter. Dann, ich lehne mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster. Gut, also die Engländer durften gerne Ironman-Europameister werden. Im Fußball lassen wir uns das nicht nehmen. In diesem Sinne, euch allen einen erfolgreichen Nachmittag, einen schönen Abend und bis nächste Woche. Bis dahin, ciao. Ciao.